von Überreizung ist man stets dann zu reden berechtigt, wenn man Organe fühlt, deren man sich im ruhigen Zustande nicht bewusst sein soll. Wenn sie Empfindungen erzeugen, die in alles hineinspielen, so dass man wirklich schließlich unter ihrer Herrschaft steht. Es ist dies in Bezug auf Geschlechtsorgane ein trauriger Zustand, der leider heutzutage sehr häufig vorhanden ist und vielen Erscheinungen unseres Lebens seinen Stempel aufdrückt. Man befreie sich unter Aufbietung aller Kräfte von ihm. Dieser Zustand entwürdigt uns und verunreinigt unser Leben. Alles, was gegen Onanie gegeben ist, gilt auch hier. Die Frau als Hausärztin von Dr. Med. Anna Fischer-Dückelmann, 1901. Ja, und damit herzlich willkommen zu Wahnsinn trifft Methode hier im Nachtasyl des Thalia-Theaters. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder alle dabei sind. Sie wissen ja, dieses Jahr steht unsere Veranstaltung unter dem Motto WWW. Bei uns heißt das nicht Cyberrealität, sondern ganz echte Erlebnisse. Dieses Jahr hatten wir schon dabei. Den Wein. Die Wahrheit. Und jetzt kommen die Wollust. Das liegt an Julia, denn eigentlich war ich dafür, Wein, Weib und Gesang zu wählen. Wir wählen immer Trilogien. Übrigens nicht nur du, sondern wir hatten ja auch viele von Ihnen gefragt, was sollen wir dieses Jahr für Themen machen? Wein, Weib und Gesang wollten die meisten. Ich war gegen das Weib. Und dann war es schwer herauszufinden, was kann man mit dem dritten W machen. Und das haben wir jetzt davon. Und das ist die Wollust. Und du bist zuständig, verantwortlich für alle Folgen. Was für Folgen? Wir tun das, was wir hier tun. Warum? Weil wir die Universität zeigen wollen, weil wir Wissenschaft zeigen wollen im Kontext mit Alltag. Deswegen Wahnsinn trifft Methode. Wobei in der Methode auch des Öfteren ziemlich viel Wahnsinn steckt. Manchmal steckt im Wahnsinn Methode. Genau. Jetzt haben wir die Wollust an Bord und wir haben vorher lange diskutiert, wie schaffen wir das, dass das nicht total abgleitet. Und du hast so ganz schlau gesagt, man muss die Natur sublimieren. Das heißt, man muss die Natur irgendwie in Kultur und intellektuelle Gespräche umwandeln. Ich hoffe, das gelingt uns. Ich habe mir schon mal ein bisschen Mut angetrunken, weil ich nicht ganz sicher bin, wie wir das machen sollen. Du hast eine Definition mitgebracht. Was ist Wollust eigentlich? Ja, die Voraussetzung, die du dir geschaffen hast hier mit Alkohol, weiß nicht, ob das die rechte ist. Ja, Wollust. Wollust ist natürlich etwas, was wir nicht mehr so richtig verwenden als Wort. Trotzdem ist es hier voll. Vielleicht deswegen, vielleicht wollen Sie noch mal etwas Altes, Neues hören. Wir bemühen uns. Das ist eine Kombination aus zwei Wörtern, nämlich einmal aus dem Wort wollen und zum anderen aus Luhan, das ist ein althochdeutsches Wort und bedeutet sich neigen, sich bücken. Bitte keine Assoziation, es geht hier darum, dass man sich seinen Gefühlen neigt, sage ich jetzt mal so. Also mit anderen Worten, etwas, was wir so nicht mehr verwenden. Über Lust werden wir natürlich auch sprechen müssen. Okay, das werden wir jetzt tun und dazu haben wir ganz tolle Gäste uns wieder eingeladen und wir hoffen, dass die uns heute dabei helfen, quasi die Natur zu sublimieren, wenn ich das jetzt richtig zusammenfassen darf. Bitte begrüßen Sie sehr herzlich die Paartherapeutin und Sexologin Ann-Marlene Hennig, heute übrigens eine sehr internationale Runde, ursprünglich aus Dänemark. Und unter uns ist Frau Professor Dr. Barbara Müller. Sie ist keine Paartherapeutin, sondern Theologin und nicht irgendeine, sondern eine solche, die sich mit Kirchen- und Dogmengeschichte beschäftigt. Und wir wollen natürlich lernen, was es mit der Sünde auf sich hat und wieso das Ganze passiert ist. Und sie kommt ursprünglich aus der Schweiz. Herzlich willkommen. Dann freuen wir uns sehr über eine Wienerin in dieser Runde, die bekannte Theater- und Fernsehschauspielerin Anja Topf. Wir werden noch internationaler. Die Schweiz habe ich eben nicht erwähnt, aber Frau Müller ist eigentlich aus der Schweiz zu uns gekommen, 2008.
Österreich haben wir gehört. Herr Fehrenbach ist aus den USA, von Harvard University zu uns gekommen, vor noch nicht allzu langer Zeit. Haben Sie eigentlich einen amerikanischen Pass auch? Nein. Gut, dann sind Sie kein Amerikaner, aber fast einer. Es ist ja auch nicht so einfach, in diesen Zeiten Amerikaner sein zu wollen oder zu müssen. Also wie auch immer, jedenfalls Professor Frank Fehrenbach ist Professor für Kunstgeschichte auf einer sogenannten Alexander von Humboldt-Professur. Das sind Professuren, die einen besonderen Charakter haben. Sie dienen nämlich dazu, Wissenschaftler, Deutsche nicht nur, aus dem Ausland zu uns zu holen, sie zu locken sozusagen. Das reicht eigentlich, wenn man in Hamburg sein will, aber wir locken noch ein bisschen weiter. Seien Sie herzlich willkommen. Vielleicht eine ganz, ganz kurze erste Frage in die Runde und ich starte mal mit Ihnen. Herr Professor Fehrenbach, was haben Sie mit Wollust zu tun? Persönlich oder beruflich? Gerne beides. Also wir freuen uns immer über Antworten, die in beide Richtungen. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich heute Abend nur als Historiker hier reden werde zunächst mal. Vielleicht, wenn das Glas leerer ist, jetzt anders. Was ich damit zu tun habe, ist natürlich die Tatsache, dass Bildkultur sehr, sehr stark mit im Bereich der Lust und Sexualität verbunden ist. Wir haben ja hier schon einige schöne Beispiele hinter uns oder hinter mir, vor Ihnen. Man kommt darum als Kunsthistoriker nicht herum. Und deswegen, aber links und rechts sind jetzt keine kunsthistorischen Abbildungen, aber da kommen wir auch noch später zu. Also man kommt um das Thema nicht herum, insofern habe ich ein inniges professionelles Verhältnis dazu. Frau Müller, ist die Betrachtung dieser Bilder bereits eine Sünde? Nein, überhaupt nicht. Also das nimmt man zur Kenntnis und dann macht man daraus, was man will. Also Sie sind ja evangelische Theologin. Ja, ich bin evangelische Theologin. Das heißt, die Frage ist, ob Sie überhaupt Auskünfte darüber geben dürfen. Sieht das der Heilige Stuhl genauso? Ich weiß nicht, was Franziskus dazu sagt. Ich glaube, Franziskus wird sich nicht daran stören, dass man schaut. Aber also einige Bilder sehen schon ein bisschen so aus, als ob es wirklich um Lust ginge. Und da hätte er vielleicht nicht so Freude dran. Also, ich sehe jetzt da immerhin nur Frauen und Männer, dann ist es vielleicht schon ein bisschen einfacher. Wie viel haben Sie denn eigentlich, Sie sind Kirchenhistorikerin, mit Wollust bisher zu tun? Ich weiß nur, morgen halten Sie eine Vorlesung über Askese, wenn ich es richtig gehört habe. Ja, das gehört natürlich zusammen. Also das Christentum ist in einer asketischen Stimmung Welt entstanden und da gehört das Gegenteil immer dazu. Also insofern habe ich sehr viel mit Wohllust und wie man damit umgeht zu tun. Sie sagen das so schön, Wohllust. Frau Henning, ist es für Sie eher Wollust oder Wohllust? Ich würde sagen, beides fehlt. Es ist beides und ich habe damit zu tun, weil es fehlt. Weil es fehlt. Ich bin Sexualtherapeutin und die meisten Menschen sagen, ich habe es nicht. Mir fehlt die Lust. Mhm. Und ich traue mich nicht, das zu zeigen, wenn ich die denn mal habe. Wir haben also Wollen, das Wollen fehlt oder sich trauen. Ja. Woher das kommt, darüber sprechen wir später noch mal im Einzelnen. Sie haben ein Buch auf Ihrem Schoß gerade. Und zwar, wir haben gerade einen Auszug aus diesem Buch gehört und Sie hatten es mitgebracht. Warum? Ja, weil es war ja eindeutig, dass schön vorgelesen, dass das unten so irgendwie schon sehr lange, davor auch noch, glaube ich, und immer wieder als was Schlechtes bezeichnet wird. Und das macht meinen Job schwerer. Okay. Weil ich möchte es wohlwollend sehen da unten. Das sehen wollen. Die Wollust wohlwollend sehen. Das unten. Okay, und da kommen wir später nochmal genauer zu. Davon. Okay. Ja. Wir deuten das jetzt erstmal an. Bevor wir zu den niederen Organen kommen. Ja, da waren wir schon. Das ist eben die Frage. Das ist alles eine Frage der Deutung. Ja, das ist die Frage der Deutung. Aber vielleicht nochmal eine Richtung. Mhm. Aus der Theologie, wie kommt denn das eigentlich, können Sie das sagen, dass das überhaupt zu einer Sünde wird, sich damit, also ich meine, also handgreiflich zu werden oder was auch immer zu tun? Also wie kommt man darauf? Warum ist, und dann noch eine Peccatum et mortem, warum? Also diese Vorstellung der Todsünde, das ist eine mittelalterliche Vorstellung, das stammt so aus dem 13. Jahrhundert. Vorher war das immer eine Frage, wie man mit körperlichen Lüsten umgeht. Und man hat versucht, das zu kontrollieren. Aber am Anfang des Christentums hat man das eigentlich mehr so als Kraft zur Kenntnis genommen. Und das ist eigentlich im Verlauf der Zeit, ist das wirklich dämonisiert worden und dann auch als Sünde erklärt. Und das ist auch ein Stück Volkserziehung, Volksdomestizierung.
weil die Quellen, aus denen wir von diesen Todsünden wissen, das sind Predigten, das sind Katechismen, das sind so praktische Schriften fürs Volk oder eben Bilder, weil der hochintellektuelle Theologe, der argumentiert nicht so. Also für den ist die Verbindung nicht so klar. Also die Verbindung zwischen dem Bild und der Sünde, die ist überhaupt nicht so klar. So hat man eigentlich den Leuten eingeheizt, muss man sagen, um eine bestimmte Moral und auch eine bestimmte Disziplin aufrechtzuerhalten. Und bei einigen bewirkt das Schuld und bei anderen, bei anderen erweckt es vielleicht auch den Reiz des Verbotenen. Das hat ja irgendwie so ein bisschen eine zweite Seite auch. Das ist ja für viele auch attraktiv, eben, dass man da was sieht, das man vielleicht nicht sehen sollte. Es ist ambivalent. Es ist jedenfalls sehr gelungen, muss ich sagen. Weil es kommen Leute zu mir in die Praxis, die, man würde sagen, modern, gebildet, differenziert, alles bestens und können davon nicht loslassen. Das ist von dem Konzept her, das ist von diesem Konzept. Also von, ja, natürliche Scham ist ja schön und gut, aber ganz übertrieben einfach, dass, also so eine Art, man kann es nicht artikulieren, also können sie oft nicht, aber einfach, das ist so, ein Tabu. Man kann es nicht sagen, das ist auch so ein Gefühl, nur das ist nicht gut da unten. Spiegelt das liegt tief, also das liegt tief, wirklich tief. Spiegelt sich, Herr Fehrenbach, diese Geschichte, die wir jetzt hören, in der Bildgeschichte des Abendlandes, soweit es diese Dinge angeht, die wir dort sehen können? Oder ist das ein Antiprogramm? Es ist ja ganz schwierig, etwas darzustellen, vor dem man gleichzeitig warnt. Nicht? Insofern ist das Bildliche eigentlich immer in einer Sondersituation. Der erhobene Zeigefinger und gleichzeitig sozusagen die Sache vorführen, hat nie wirklich funktioniert. Man hat es natürlich versucht durch Brechungen und moralische Hinweise, aber im Grunde ist da im Bildlichen selbst schon der Widerspruch angelegt, von dem Sie gerade gesprochen haben, und der ja im Prinzip auch im Modell der Askese schon auftaucht. Wenn ich zum Beispiel Niklaus Lagier folgen darf, ist er einer der mächtigsten Motoren im Grund für so etwas wie Sinnenlust in jeder Beziehung, also auch die anderen Sinne mit einbeziehend, sind ja gerade Askese-Praktiken. Insofern ist die Zweischneidigkeit im Bild und in den religiösen Praktiken angelegt. Die Bilder selbst nehmen sich dem Thema an, in dem Moment, in dem einerseits Nachahmung des menschlichen Körpers zum großen Thema wird und andererseits insgesamt eine neue Sicht auf Wirkkraft von Bildern stattfindet. Da werden ganz viele im Grunde Modelle durchgespielt der Betrachterbeeinflussung. Sie können sich vorstellen, dass Bilder, die attraktiv sind, dann natürlich immer besonders hervorstechen. Und dann auch etwa ab 1500, das ganze 16., 17., 18. Jahrhundert hindurch, genau mit diesen Attraktionsmerkmalen arbeiten. Also auf Ihre Frage eine kurze Antwort. Der erhobene Zeigefinger, das ist ein Problem. Das ist in der Bildkunst nicht unbedingt zu sehen. Es gibt hier in der Runde zwei echte Katholiken. Das sind Sie und Frau Topf, richtig? Haben Sie aber gut recherchiert. Ja, das war relativ einfach, aber die Frage ist dieses... Echt? Ja, echte, das ist eigentlich eine gute Frage. Also so im Norden gibt es ja viele Katholiken, die sind, sagen, sie sind Katholiken, aber sie sind ja... quasi protestantische Katholiken, auch wenn es das nicht wirklich gibt, aber sagen wir Domestizierte, genau. Wir sind die Wilden, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin katholisch erzogen worden, aber ich bin nicht mehr katholisch. Ich bin aber nicht wegen der Todsünde Vorlust ausgetreten. Aus vielerlei Gründen, aber ich bin zumindest katholisch erzogen worden. Und hat das Spuren hinterlassen? Sicher, mit Sicherheit. Also ich weiß, dass wir als Kinder wirklich uns überlegen mussten, was musst du beichten? Und da ist man dann schon sehr aufgeregt gewesen und dachte, oh Gott, was habe ich jetzt eigentlich alles gemacht? Und der Moment, als man dann die Absolution bekam, das war ein hinreißender Moment. Und haben Sie die Lösung von der Kirche als Befreiung empfunden? Ja. Oh. Also so gesehen, es gab da andere Gründe noch dafür, aber im Grunde genommen ja, schon. Ich bin Christin, aber ich bin nicht Katholikin, ich würde es so sagen. Mhm. Da ich angesprochen habe, darf ich auch gleich was dazu sagen. Gerne. Also ich bin ja im schönen Südwesten Deutschlands aufgewachsen und da muss man sagen, gibt es eine besondere Spielart des Protestantismus, nämlich den schwäbischen Pietismus.
Und wenn wir den jetzt zum Thema machen und Wollust mit einbeziehen, dann kommen wir in eine ganz andere Schieflage. Also, aber ist das Gespräch auch schnell zu Ende? Ne? Ja. Ja, aber was heißt das? Inwiefern hat denn ihr Katholischsein als Kind ihr Bewusstsein und vielleicht auch ihr Empfinden für Scham oder Sexualität beeinflusst? Ich weiß nicht, was Frau Henning dazu sagen würde. Vielleicht gibt es da auch inzwischen sozusagen religionssoziologisch vergleichende Studien. Das Schöne am naiven Katholischsein, in dem ich mich nicht mehr befinde, ist ja, dass man eigentlich relativ schnell wieder den Weg aus der Sünde herausfindet. Dazu gibt es wunderbare Instrumentarien, zum Beispiel die Beichte, die schon angesprochen wurde, die fehlt ja anderen christlichen Religionen. Und da könnte ich mir vorstellen, ist es etwas schwieriger, sich mit einem, sagen wir mal, gelasseneren oder toleranteren Leben zurechtzufinden. Ja, auf der anderen Seite, wie ist das bei den Calvinisten? Ja. Sie kommen aus dem calvinistischen Teil oder kann man sagen? Übertrifft das noch die Pietisten in der Abwesenheit von allem? Nein. Nein. Ich meine, das ist in dem Sinne typisch protestantisch. Und wenn man so schaut, dass die Protestanten so vertreten, das ist ja nicht, dass man Wollust oder Sexualität ablehnt, das nicht. Das ist halt häufig dann mit bestimmten Ordnungen verbunden. Und was für die Katholiken das Zölibat ist, ist für die Protestanten die Ehe. Aber das ist in dem Sinn nicht... Es ist in dem Sinn nicht mit Ablehnung von Körperlichkeit verbunden. Also es gibt dann andere Probleme, das sieht man ja auch heute in der Kirche. Also. Herr Fehrbach guckt sehr kritisch auf diese Frage. Amüsiert. Darf man in Genf inzwischen die Bettwäsche aus dem Fenster hängen? Morgens? Was ist das für eine Geschichte mit der Genfer Bettwäsche? Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass man in Zürich natürlich sehr in gewisser Weise schon asketisch lebt, dass man, wenn man hat, nicht zeigt, dass man Geld hat oder nicht irgendwie opulent auftritt. So. Aber das ist nicht irgendwie mit Scham verbunden. Das ist so eine Art Verdecktheit, Bescheidenheit, die zum Beispiel in Italien halt nicht vorhanden ist. Wenn wir jetzt nochmal auf die Wollust als Todsünde gucken, warum ist es eine Todsünde? Was ist überhaupt genau Wollust in diesem katholisch-kirchlichen Sinne? Also Wollust verbindet sich mit Lustempfinden, Lust in Verbindung mit Sexualität und mit eigentlich Unordnung. Weil Unordnung heißt, Sexualität gehört in die Ehe und wenn es außerhalb ist, ist es ungeordnet und dann ist es eben Wollust und da muss man dagegen vorgehen. Also das ist eigentlich die Todsünde. Also das heißt, das ist jetzt für den Weltmenschen, wenn sie natürlich Mönch sind, sieht die Sache anders aus. Also da haben sie natürlich ein Gelübde abgelegt und da funktionieren sie ganz anders. Aber jetzt beim normalen Mensch geht es um ungeordnete Sexualität. Aber darf man in der Ehe schon Wollust empfinden? Ja, das war im Verlauf der Geschichte umstritten. Also da gibt es schon Stimmen im 12. Jahrhundert, Abelard, der sagt, Gott hat den Menschen so gemacht, wie er ist und dazu gehört eben auch, dass er beim Sex Wollust empfindet, sonst würde er das gar nicht machen. Unvermeidlich manchmal, ne? Ja, ja. Aber dann gibt es natürlich, die Mehrheit der Theologen haben da dagegen gesprochen und da gibt es auch Praktiken, wie man das vermeiden könne, dass es Wollust erzeugt. Wie man vermeiden kann, Lust haben bei der Zeugung? Oder? Ja, da gibt es ganz wilde Sachen. Was kann man da machen? Ja, ich habe das Thema ins Spiel gebracht. Ja, soll ich das wirklich sagen? Ich habe das heute noch gelesen in einem Buch von Ute Ranke Heinemann, die ja da sehr offen ist. Ja, also es geht darum, dass irgendwie, also man muss die Zeugung vermeiden. Zeugung und Wollust darf nicht zusammen geschehen und da muss der Mann einfach seinen Samen zurückhalten. Aber wie soll er dann zeugen? Eben nicht zeugen. Ach so, okay, so. Verstehe. Ja, aber eigentlich... Aber das habe ich nicht verstanden, das ist doch Wollust ohne Zeugung. Ich meine... darf ich es mal kurz auf den Punkt bringen? Ja, wenn er Wolle spürt, darf er nicht abspritzen. Ja. Sondern muss sich zurückhalten, wenn er schon Lust gespürt hat. Dann heute nicht zeugen! Ich habe gedacht, man dürfte quasi in diesem katholischen Konzept, aber Professor Fehrenbach weiß das vielleicht besser, ich dachte, man dürfte nur zum Zwecke der Zeugung Wollust empfinden und auch quasi den Akt vollziehen. So habe ich das auch gelernt. Ja.
Also im Prinzip, aber es stehen ja die Todsünden nicht in der Bibel, sondern die kamen ja, haben Sie erzählt, später vor. Und waren das nicht auch sozusagen Handlungsanleitungen dann für die Mönche? Also, oder was ist der tiefere Sinn dieser Todsündenerfindung? Also das ist eigentlich am Anfang, hat das gar nichts mit Sünde zu tun und ist hochinteressant. Es geht nämlich um so Kräfte im Menschen, die ihn bestimmen. Also dazu gehört, das ist ja nicht so, wie Sie es im Treppenhaus angeordnet haben, sondern das hat einen kunstvollen Aufbau. Also es geht zuerst, wie Sie begonnen haben, es geht um Genuss, Essen, Trinken. Und wenn Sie sich füllen damit, dann werden Säfte produziert und dann geht es Richtung Sexualität. Und dann, das sind so ein bisschen die somatischen Kräfte, dazu gehört auch der Geiz, Habsucht. Und dann geht es in den emotionalen Bereich, da geht es um Trauer und um Zorn und um Akedia, das ist so Verdrossenheit. Und dann geht es in den geistigen Bereich, also das richtet sich nach der platonischen Seelenlehre. Und da geht es dann um Ruhmsucht und um Stolz. Also das hat wirklich einen kunstvollen Aufbau. Und der Mönch geht einen Weg im Verlauf seines monastischen Lebens und versucht sich diesen Kräften, diesen Herausforderungen, es ist auch von Dämonen die Rede, zu stellen. Und das ist eigentlich ein Entwicklungsweg. Also das ist, wenn das nicht mit extremer Verbissenheit gemacht wird, ist es eigentlich auch psychologisch höchst interessant. Also das, und die Mönche früher, so im 4. Jahrhundert, als es entstanden ist, die haben da von Geistern, von Gedanken, von Dämonen gesprochen. Das mit der Sünde, das gibt es bis ins Mittelalter nicht. Also das ist eigentlich eine Seelenlehre gewesen, die dann in die Seelsorge kommt im weiteren Sinne und dann irgendeinmal kippt das dann im Mittelalter und wird eine Sündenlehre. Aber ursprünglich ist das eine Psychologie, eine Therapie eigentlich, also höchst interessant. Aber das bedeutet doch vielleicht, dass sozusagen die Scheidelinie zwischen den niederen und höheren Organen immer weiter nach oben getrieben wird. Essen gehört auch dazu. Und ist das dann nicht auch eine geistige Verzückung, die am Ende entsteht in der Vollendung des mönchischen Lebens, des Denkens? Ist das dann nicht Wollust? Wollust sozusagen im Gehirn? Ja, natürlich. Also das ist ja vielleicht auch das, was noch im Christentum spannend sein könnte, dass eben auch ein anderer, weiterer Lustbegriff vorherrscht. Also Sie haben ja das Konzept der Wollust eingeführt, dass es auch Erotik, Eros, das ist natürlich auch etwas Geistiges, das ist jetzt nicht ausschließlich etwas Körperliches. Und ich finde, da öffnet sich die Sache und da wird es spannend. Man muss natürlich immer im Auge behalten, dass die Christen ein negatives, problematisches Verhältnis zum Körper haben, also das kann man einfach nicht wegreden, aber insgesamt auch eine Weite, eben, die geht bis ins Geistige. Ja. Da ist es. Da kommen schon wieder unsere gregorianischen Gesänge. Was haben die eigentlich mit Wollust zu tun? Was haben sie mit Wollust zu tun? Sie ist Sublimation. Und im Mittelalter verbringen sie natürlich die Nacht in der Kirche, so ein bisschen halb torkelnd und das hat auch eine so ekstatisch belämmernde Wirkung, würde ich jetzt mal denken. Haben Sie belämmernd gesagt? Belämmernd. Ja, also ich meine, da, ich glaube, das ist eine Art, eine andere Form von Nüchternheit erzeugt. Diese, bei uns sind diese Geräusche und heute die gregorianischen Gesänge auch eine Art Uhr, eine Art Sanduhr, die verrinnt. Und wenn diese Gesänge auftauchen, heißt das für uns, wir müssen eine kurze Pause machen oder es gibt einen kleinen Themenwechsel. In diesem Fall geht es darum, dass wir heute nicht nur die gregorianischen Gesänge als Musik haben, sondern auch eine andere, etwas modernere Musik, die Lust erzeugen soll oder zumindest mit Wollust zu tun haben soll. Und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Hamburg sozusagen Vater der Hamburger Blues-Szene, Abi Wallenstein. Bitte begrüßen Sie sehr herzlich Abi Wallenstein hier. Und Abi, bevor du jetzt gleich loslegst, finde ich natürlich schon mal spannend. Beim Blues denkt man, also ich habe jedenfalls nicht als erstes an Wollust gedacht, habe aber gehört, dass das soll viel miteinander zu tun haben. Blues ist eine sehr sündige Musik. Im Blues wimmelt das nur von Doppeldeutigkeiten und von eindeutigen Hinweisen. Zum Beispiel eine Zeile, die ich nachher singe, heißt: You can squeeze my lemons till the juice comes running down. Und darf ich kurz was erzählen? Und zwar, ich habe einen sehr guten Freund aus Amerika, Big Daddy Wilson, der kam hier nach Europa als Gospelsänger. Und
es war wirklich so, bis er mich mal gehört hat, Blues singen, hat er Blues noch nicht gehört. Weil in vielen amerikanischen Communities gilt der Blues wirklich als Musik des Teufels und seine Mutter hat ihm verboten, irgendwas Bluesiges zu hören. Also er hat nur schwarze Musik als Gospelmusik wahrgenommen und hat dann hier in Europa erst angefangen, Blues zu lernen. Und wie ist der Blues in Amerika und wo ist er genau entstanden? Der Blues ist entstanden in den Südstaaten. Und zwar wurden ja die Afrikaner als Sklaven rübergeschifft nach Amerika und haben dann ihre Musik kombiniert mit europäischer Musik, die sie gehört haben. Es war also Musik einmal auf den Feldern, um die Arbeit zu erleichtern. Das waren solche Field Hollers. Dann gab es Blues in Form von Boogie Boogie in den Rotlichtvierteln in New Orleans. Und also es gab verschiedene Ansätze. Dann gab es den Big City Blues in Chicago. Du selbst hast jüdische Wurzeln. Spielt das Wort Wollust, gibt es das überhaupt im Judentum oder wie geht man damit um? Ja, das ist wirklich ganz interessant, weil das Judentum eine sehr diesseitige Religion ist. Insofern hat sie eine ganz große Offenheit auch gegenüber Wollust. Es gibt zum Beispiel das richtige Gebot, miteinander zu schlafen. Also es ist eine richtige Mitzwa, das heißt, es ist ein richtiges Gebot. Und wenn eine Frau meint, dass ihr Gatte sie nicht mehr genug befriedigt, dann hat sie einen richtigen verbrieften Grund, sich scheiden zu lassen. Okay, wow, wieder was gelernt. Was hören wir jetzt von dir? Ich wollte sagen, das ist natürlich nur eine Seite. Es gibt natürlich auch ganz andere Seiten im Judentum. Wenn zwei du weißt, es ist alles ja ausgestrahlt. Ne? Also vielen Dank schon mal an die Kollegen von Tide TV, die heute Abend hier sind. Herzlichen Dank. Wenn zwei Juden sich treffen, dann gibt es immer mindestens zwei Auslegungen des gleichen Gesetzes. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Also wir lageln dich nicht drauf. Das Gesetz gilt auch für Männer oder nur für Frauen? Nee, das gilt nur für Frauen. Ja, und das ist auch genau richtig so. Danke. Vielen Dank, Abi. Und was hören wir jetzt? Ein Stück, das heißt Be My Little, I want to be your honeybee, baby. Yes, please. Want you to come on, baby, take a walk with me. Want you to come on, baby, take a walk with me. I will nothing, nothing bother you, child. Let me be your honeybee. I make your honey in the morning, make your honey at night. Make your honey in the morning, make your honey at night. Make your honey three times a day, if you just treat me right. Take a walk out in the park, sit under some shady tree. Take a walk out in the park, sit under some shady tree. They say I was your baby, I could be your little honeybee. But I want you to be my honey, be my honeybee. Be my honey, be my honeybee. Walk out in the park, be my honeybee. Direkt an der Bar weiter.
Orras Gefühle waren, wenn sie da waren, sehr stark. Sie kamen in Stößen, wie gewaltige Hitzewellen aus einem Brennofen, dessen Tür achtlos auf und zuschwingt, und sie erregten und lockten uns beide. Diese Erregung drang schließlich zu ihr durch. Sie begann ganz und gar dauerhaft erregt zu sein. Der Vergleich zwischen sexueller und religiöser Erregung ist fast ein Gemeinplatz. Also nach einer Weile kam religiöse Erregung über sie. Sie sprach in Zungen, sie legte Zeugnis ab. Sie zitterte am ganzen Körper. Sie war zeitweise und sporadisch errettet, soll heißen, die Erregung entglitt ihr immer wieder, aber sie kam zurück. Orras Hände flatterten, ihr Gesicht war erst bleich, dann rot und dann sehr, sehr rot. Sie starrte ins Nichts und rief meinen Namen. Die Orra, die ich kannte, war verschwunden. Sie sagte: Gott, oh Gott, oh Gott. Und es war eine Zeit für Sünde und Erlösung und Heiligkeit und Visionen. Sex kann eine Wildnis sein. Eine Wildnis, die einen zum Sklaven macht. Die Geister dieser Örtlichkeit schwingen sich zu Herren auf. Schmerzhafte Empfindungen setzten mir zu. Mein Schwanz war eben noch ein bisschen schlaffer gewesen, aber jetzt schwoll er zu einer an der Spitze wunden, aber kraftvollen Härte an. Orra erschauerte und hielt mich in sich fest. Und ich begann sie zu vergessen. Aus Harold Brodkey's Story Unschuld. Erstmal vielen Dank an Tommaso Cacciapotti, dass er dieses Mal wieder mit dabei ist. Diesmal nicht die einfachsten Texte, aber ich finde, das klang schon ganz gut. Vielleicht sollten wir jetzt von der Software mal zur Hardware kommen und mit Frau Henning sprechen. Das war ja, also ich Thema. Fand das interessant, weil es ging ja in dem Text eben auch um so einen Vergleich zwischen Religiosität und spiritueller Erfahrung und dem Körperlichen. Wie viel hat das miteinander zu tun? Ja, kann sehr viel miteinander zu tun haben, aber es kann auch komplett ohne einander sein. Ja, das, also ich habe fast den Eindruck, naja, ich kann mich ja selbst nehmen als Beispiel, dass es auch eine Entwicklung vonstatten geht, dass das, was man früher ganz toll fand, wo es einfach mal Sex oder kommen oder so, das reicht irgendwie plötzlich nicht mehr. Und okay. Da muss ein Mehr sein. Es ist hier hochgerutscht jetzt und dann rutscht es vielleicht auch hier hoch. Das ist ja im Prinzip, das ist ja sowieso das Unverständliche eigentlich an dieser katholischen Todsünde. Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen erklärt, dass doch eigentlich, man sagt, im Religiösen geht es um Ekstase. Es geht eigentlich darum, den Körper zu vergessen. Genau das passiert ja am Ende dieses Textes. Ist es dann nicht theoretisch doch, kann man nicht quasi theologisch belegen, dass, dass die Todsünde gar keine Todsünde ist? Ja, ich meine, wenn man mit dem Konzept der Todsünde operiert, ist man im Bereich des Normativen. Es geht um Ordnung. Man kann es einfach mal beiseite schieben und überlegen, was ist. Und da gibt es natürlich große Ähnlichkeiten. Und da haben wir auch viele Berichte von Mystikerinnen vor allem. Ja, Frauen, die schildern, was sie so in ihren freudvollsten religiösen Erlebnissen spüren. Und das sind Mechthild von Magdeburg oder andere, so Beginen. Das sind erotische Berichte, also das kann man nicht anders sagen. Und es ist auch möglich, dass da auch ein physisches Erleben einherging. Und da hat es interessante Aspekte eben der Selbstvergessenheit, des irgendwie weggetragen Werdens, also das ist durchaus vergleichbar. Das höre ich ja mit den ganz platten Worten immer, ich muss immer denken, ich kann meinen Kopf nicht vergessen. Das ist ja, dann erst kann man in den Körper und spüren, wenn man das Kognitive hier oben mal zur Ruhe kriegt. Wir haben eine Paartherapie-Praxis in Eppendorf. Ja.
wer kommt zu Ihnen? Warum kommen die Menschen zu Ihnen? Was ist das Hauptproblem? Naja, es gibt nicht ein Hauptproblem, sondern 4, 5 so. Also, es, also oft, wenn die Leute über 40, 30, 40 sind, geht es sehr oft um fehlende Lust. Aber wenn, wo das Thema heute Abend Wollust ist, es geht auch sehr oft leider bei Frauen darum, oder der Mann sagt über seine Frau, dass er nicht das Gefühl hat, dass sie Lust hat. Sie sagt selber, sie hat aber viel Lust, aber sie kann es nicht zeigen. Also dieses Wollust ist für mich irgendwas mit das zu leben, also dass ich das zulasse, dass es weitergeht und weiter und mehr wird und füllig wird. Und das trauen sich viele nicht, weil dann ist man ja geil und das ist wieder verboten. Mhm. Also gerade bei also verboten, also verschämt. Und deswegen sagen tatsächlich viele Männer über ihre Frauen, ich glaube, sie macht es nur für mich. Mhm. Und also dass dieses sich zeigen mögen, also die Lust, die eigene Lust, sich trauen zu zeigen, dann kann es erst mehr oder wollüstig werden. Und weil der andere will es ja wissen, dann fängt der Kontakt an, also wenn man das sich traut, das zu zeigen. Und woher kommt das, sich nicht trauen? Ja, also viele sagen, das habe ich so in meiner Kindheit, also das wurde nie explizit gesagt, aber... Das hat man so mitbekommen mit ein bisschen rot werden der Mutter oder kurz Schulter hoch oder so kleine Zeichen. Also man liest ja seine Eltern oder wir lesen uns alle. Und das lernt man sehr schnell, dass unten irgendwas Verbotenes ist oder dreckig oder also ja. Das ist so und es läuft so mit. Ich muss jetzt einmal dieses Buch in die Hand nehmen, denn das Buch nennt sich Aufklärungsbuch für Erwachsene. Ja. Haben Sie gerade geschrieben, Make More Love. Und was mich so gewundert hat, ein Aufklärungsbuch für Erwachsene, ich erinnere mich, dass ich sehr früh als so Kind von 68er Eltern so ähnliche Zeichnungen waren da drauf, ja, die Menschen waren ein bisschen jünger vielleicht und auch die Abbildungen waren sehr ähnlich, ein bisschen technisch, was heißt wie und so, damit man auch ganz früh aufgeklärt ist, wie geht's denn. Warum brauchen wir denn jetzt als Erwachsene so ein Buch nochmal? Ja, weil wir immer noch den Körper nicht kennen und wie seine Funktionsweise. Das ist nicht eine ziemlich deutsche Geschichte. Wenn man irgendwas nicht weiß, nimmt man erstmal ein Buch und hat dann einfach... Ja, ich bin Dänin und ich habe es geschrieben. Gut, ich bin eine gute Geschäftsfrau. Ich lebe in Deutschland. Sie sind Dänen. Gehen denn die Dänen anders damit um? Also würde in Dänemark so ein Buch gar nicht laufen, weil die sagen würden, das wissen wir schon alles? Ja, die denken jedenfalls, dass sie es wissen. Aber ja, das stimmt. Wissen Sie es? Nein. Das haben die Journalisten gesagt, das erste Buch, das hieß Make Love und das ist ja für Jugendliche und das ist ins Dänische übersetzt und da waren sehr viele überrascht, Erwachsene, als sie das Jugendbuch lasen, was sie alles nicht wissen. Und man kann auch sagen, ich höre sehr oft dieses Argument, das klappt doch schon von alleine, also das Zeugen meinen dann viele, ja, das klappt fast immer von alleine, öfter als man wolle, aber... den Genuss zu haben. Und jetzt könnte ich gleich die nächsten beiden Probleme nennen, die oft in der Praxis vorhanden sind, nämlich Frauen, die nicht kommen können, gerne wollen, und Ehen, die draufgehen deswegen, weil sie ihm nicht das gewisse Etwas geben kann, gefühlt auch nicht. Und das andere ist, wenn Männer entweder ihre Erektion verlieren oder zu früh kommen, dann ist es einfach nicht, klappt es nicht von alleine. Und die Menschen denken dann ja irgendwie, ich kann ja wahrscheinlich nichts dagegen tun. Oder was man dann tut, automatisch, körperlich ist, man spannt an und dann wird es schlimmer. Aber und das wissen viele nicht, dass man einfach Techniken lernen kann, sich zu entspannen und in den Körper zu kommen, dann vergisst man den Kopf. Was ist das häufigste Problem? Ich, verteilt, also ja. Absolut verteilt. Das sind so diese 4, 5 immer. Ja. Sie sagen ja, man kann es lernen. Das klingt jetzt so ein bisschen, als würde man das vorgemacht bekommen. Ja. Das natürlich nicht. Aber was kann man lernen? Also ist das? Also ich würde eher so sagen, wie der Körper funktioniert. Wie viele? Das klingt aber sehr technisch. Ja, genau. Und das ist es auch erst, weil man muss es erst einmal gehört haben und verstanden haben. Und dann legt man los zu Hause, experimentiert selber mit sich selbst, mit seinem Partner. Und dann wird es lustiger, wollüstiger. Und dann vergisst man zum Glück das Denken. Und tatsächlich, aber man muss ja erst wissen, dass es nicht gut ist, anzuspannen und also Dauer anzuspannen. Und das tun einfach viele, wenn was nicht klappt. Aber heißt das, dass Frauen sich weniger mit ihrem Körper beschäftigt haben als Männer? Ja, also mit dem unten in jedem Fall.
Also Männer gucken gerne nach unten, geben an, machen Wettbewerbe und alle gucken auf das Teil. Und bei der Frau heißt es, wasch es richtig rum. Sind und Sie guck mal, am besten nicht hin. Wasch es richtig rum. Entschuldigung, ja, das möchte ich jetzt wissen. Die Sache mit den Wettbewerben habe ich schon oft gehört. Ich war noch nie an solchen Wettbewerben beteiligt. Ja. Ich halte das wirklich für ein Gerücht. Nein. Ich kenne auch niemanden, der solche Wettbewerbe macht. Ja, also ich war nicht persönlich dabei, aber die Klienten behaupten das. Also ganz viele, weil ich muss sehr viel für die Anamnese frage ich, um das sexuelle System desjenigen zu verstehen, frage ich auch in die Kindheit, wann derjenige Erregung entdeckt hat und so weiter. Und das erzählen ganz, ganz viele Jungs. Mädchen erzählen, wenn von Doktorspielen oder eine kurze Zeit, aber Jungs sind absolut beschäftigt mit ihrem Teil, mit anderen zusammen. Vergleichen, man braucht auch nur die lustige Geschichte überlegen, was würden wir machen, wenn wir auf der Toilette immer gucken könnten, wie das vom anderen aussieht. Das können Männer und deswegen hat es eine ganz andere Bedeutung, wenn ein Mann sagt, wollen wir zusammen zur Toilette gehen, dann muss er nämlich überlegen, der den Kürzeren meint zu ziehen, ob er in die Kabine geht oder sich traut, da vorne zu stehen. Ja, ja. Das heißt aber, bei Ihnen sprechen Männer und Frauen ganz offen über all das, womit sie Probleme haben, was ja erstmal eine Überwindung ist, wahrscheinlich überhaupt zu Ihnen zu kommen. Oder ja, nee, das stimmt. Der Schritt ist schon getan, wenn die kommen. Also das hat lange gedauert, bis sie sich trauen, in so eine Praxis zu kommen. Und da geht es dann verhältnismäßig schnell. Die meisten wundern sich, wie entspannt die plötzlich darüber reden. Wäre das nicht auch möglich, wenn die das einfach untereinander täten? Ja, zum Teil ja. Also das, oft ist es, weil so ein Druck wächst, weil man eben nicht redet. Aber es gibt auch ein paar Dinge, also gerade bei Männern, die zu früh kommen, das weiß dann auch der andere nicht, dass was man tun kann, wenn er selber das Problem nicht hat. Okay. Also es gibt eine Ausbildung, die man haben kann dazu. Eine Sexualtherapeutin dauert ja lange, bis man das. Es gibt Wissen und Techniken und das hat nicht jeder, aber es gibt viele Menschen, bei denen klappt es von Natur aus. Das ist schön. Wir haben uns ja eben an der Bar zufällig noch mal kurz über unsere gemeinsame Vergangenheit unterhalten, dass wir uns schon mal im früheren Leben getroffen haben, als wir beide neben dem Studium gemodelt haben und uns nach einem Job zusammen in der Bahn gefahren sind. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist es gekommen, dass Sie oder du, haben wir damals gesagt, jetzt völlig was anderes machen. Also ich meine, ich mache ja auch was ganz anderes, aber wie bist du auf dieses Thema gekommen? Naja, ja, ich habe Neuropsychologie studiert und ich interessierte mich quasi immer für... Übrigens, ja, genau. Und das war gerade ganz neu, die klinische bei Pavlik und so mit Gehirn und das interessierte mich schon immer, wie das Gehirn funktioniert. Aber und wie das bist Gehirn du vom Gehirn ist ja das Körperliche. Gekommen? Ja, also das Gehirn ist das größte Geschlechtsorgan, das wir haben, aber das war nicht der Grund, sondern ein Zufall. Also ich habe immer gerne darüber geredet und das war wie immer mehrere Dinge in meinem Leben, ein Nebensatz einer Freundin. Und ich dachte, das ist es. Und dann hast du es auch eine Ausbildung gemacht, weiter aber studiert. Auch Sexologie studiert. Ja. Kann man das an der Uni Hamburg studieren? Nein. Noch nicht? Nein. Ist das ein psychologisches Unterfach oder was genau nein, ist nein, das? Nein, das ist es ja eben. Das ist ein eigenes Fach. Und das, also wir hatten kurz darüber gesprochen, es gibt die Möglichkeit in Deutschland ab April einen Master in Sexologie zu machen, also Sexologie zu studieren, 3 Jahre in Merseburg. Es handelt Konkurrenz, sich nicht um eine Universität. Nicht Merseburg am Bodensee. Nein. Genau. Ja. Also das wird möglich und das ist ja dann das Einzige in Deutschland, oder? Mit einem internationalen... So viel ich weiß, ja. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Bedarf gibt, wahrscheinlich schon. Was wäre dann das Ziel? Wären dann Sexualtherapeuten? Das würde ja eigentlich normalerweise in der Psychologie eher gemacht und nicht... Nein, also in der Psychologie, da ist es... Ja, genau, weil in der Psychologie ist das so wie nicht vorhanden, so gut wie nicht vorhanden. Mhm. Und die Ausbildung, die ich gemacht habe und auch die ich jetzt machen werde, die dauern ja 3 Jahre. Das ist ja von der Zeit her einfach nicht unterzukriegen in einem anderen Studium. Also ich kenne viele Ärzte, zurzeit mache ich Vorträge, oft für Gynäkologen oder Urologen. Und am Anfang war ich schon so ein bisschen nervös, so, das sind doch Ärzte. Aber die wissen davon nichts. Die Gynäkologen lernen in ihrem Studium nichts über Sex. Was genau wissen die nicht?
Sie kennen die Anatomie, aber nicht die Funktionalität. Die also Empfindung, die, oder? Ja, und das ist erstaunlich, wenn einige Frauen erzählen, mit Vaginismus zum Beispiel, dass ja eine so eine unwillkürliche Muskelspannung des Beckenbodens so stramm, dass unten nichts reingeht oder mit großen Schmerzen verbunden. Ja. Wie bitte? Nein, das ist jetzt nicht witzig, aber dass solche Frauen beim Gynäkologen immer noch zu wissen bekommen, die sollen sich ein bisschen entspannen, als ob es das nicht gäbe. Also das ist fast schwierig zu erklären, weil alle wahrscheinlich oder viele, die hier sitzen, denken, dass Gynäkologen Bescheid wissen. Sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Und die Urologen, die wissen, wenn die was wissen, wissen sie auch, dass sie keine Zeit haben. Also die können nicht eine Stunde mit einem Klienten sprechen, sondern da wird eine Pille verschrieben. Schicken den Ärzte? Und das ist manchmal nicht notwendig. Schicken Ärzte Patienten zu Ihnen? Ja, genau. Aber, okay. Aber die müssen ja generell ja wissen, dass es uns gibt denn. Und das wissen viele nicht. Jetzt also normalerweise sind es Ärzte und da gibt es nur ein paar. Also Ärzte, die weitergebildet sind zu Sexualtherapeuten. Wenn wir jetzt über das Thema zu wenig Lust sprechen, ja, gibt es für Männer Pillen, Viagra, und für Frauen soll es das ein jetzt auch ein anderes Medikament geben, was nicht wirkt. Genau. So könnte man das sagen. Aber ja, das gibt es. Würdest du denn sagen, das sind überhaupt, egal ob für Mann oder Frau, Pillen, die sinnvoll sind, oder könnte man das alles anders regeln? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also für einige Männer ist es die letzte Lösung. Und für viele wäre das eine gute Kombimöglichkeit, während man das lernt. Also viele meiner Ausbilder sind zum Teil auch Ärzte und die können das quasi verschreiben. Und die machen, während der Klient lernt, da muss ich aber gleich kurz was dazu sagen, während er lernt, ist er auf eine ganz niedrige Dauerdosis von den berühmten Mittelchen, sodass eine Art Vertrauen auch daherkommt, bis das andere greift. Also ich rede die ganze Zeit von mein Studium ist das Studium des Sexo-Corporell, heißt das, übrigens ein Kanadisch-Schweizer, der eben lange für die katholische Kirche gearbeitet hat, Kardinallaufbahn und so. Und irgendwann hat er der Kirche den Rücken gewendet und hat dieses theoretische Konzept entworfen. Und es ist ein sehr körperliches Konzept. Und da kann man sehr, sehr viel erreichen. Auch Frauen zum Beispiel, die nicht kommen können, dann können sie kommen. Nach 10 Sitzungen oder 5 Sitzungen, manchmal nur eine. Aber vielleicht sagen Sie noch mal, was es mit dem Viagra für Frauen auf sich hat. Wir haben ja heute keinen Mediziner in der Runde. Was verurteilen Sie daran? Naja, die Vorsitzende, das ist eine Frau, Vorsitzende von diesem FDA oder wie die heißen, sie meint. In Amerika jetzt. In Amerika, hat gesagt, sie unterstützen gerade für Frauen wirksame und sichere Medikamente. Und deswegen sei dieses Medikament durchgekommen. Das ist ein Psychopharmaka. Es ist ein Psychopharmaka, das macht 0,5 bis einmal mehr Lust. Und nicht zu verwechseln mit Viagra, was man einnimmt, wenn man Sex haben möchte, das muss jeden Tag eingenommen werden. Es hat Nebenwirkungen, besonders in Verbindung mit Alkohol und Schwindel und Müdigkeit, Abgeschlagenheit für 0,5 bis einmal mehr. Also das ist, glaube ich, dann ich kann das nicht verstehen, wie man sagen kann, das ist ein wirksames und ein sicheres Medikament. Ja, und was es macht mit Leuten? Entschuldigen Sie, ich reg mich maßlos darüber auf, weil was macht denn ein Paar, wenn die Frau sagt, nein, das nehme ich denn nicht? Und der Mann sagt, musst du aber, ich will, dass du mehr Lust kriegst. Ich nehme doch auf Viagra. Was das alles mit sich bringt, so eine blöde Tablette, die nicht funktioniert. Die Uni Hamburg hat gerade eine Studie, arbeitet an der Studie dazu, oder das UKE? Ja, ich kann das natürlich nicht repetieren, weil ich kein Mediziner bin, aber die Bedenken gibt es, weil es ein Antidepressivum ist und natürlich mit Nebenwirkungen versehen ist und im Grunde eigentlich ein Stimmungsaufheller, währenddessen die anderen Medikamente für Männer ja im Grunde Instrumente sind, um die Durchblutung zu verändern. Genau. Das ist ja was ganz anderes, das ist ein physiologischer Prozess und das andere ist eher ein psychologischer Prozess. Und das macht beides, also ein bisschen auch die Durchblutung, aber auch, es gibt so Mixpräparate, aber bei der Frau hat man festgestellt, reicht es nicht nur, die Durchblutung zu erhöhen, weil das limbische System unter Umständen dennoch Nein sagt. Das heißt, Sie stehen eigentlich im Wettbewerb zu Pfizer mit Ihrem Buch. Ja, bin ich.
freut mich. Also, naja, ich kriege öfter Anfragen von irgendwelchen, also sollte, dass ich dazu sagen soll, dass es toll ist, das Medikament. Und da verliere ich viel Geld, weil ich sage nein. Also die Zielgruppe, ich habe das mal durchgesehen, Ihr Buch ist ja eher sozusagen meine Altersgruppe, wenn ich das richtig sehe. Ja, trotzdem heißt, es steht Make More Love, nicht Make Still Love. Was ja auch, das kommt noch, ja. Okay, das, ja. Nein, das ist für Erwachsene, das ist ein Fehler vom Verlag, das ist aber nicht für Ältere. Okay. Es ist für Erwachsene. Okay. Aber das Thema Älterwerden und Lust ist ja auch ein Tabu. Ich habe irgendwann mal, bin auf Ihre Website und da war ein interessantes Gespräch mit einer Frau, die sagt, eigentlich ist Lust und berührt werden wollen ein trotz allem, trotz Übersexualisierung, trotz Pornos auf allen Kanälen ein totales Tabu. Auch gerade bei Menschen, die älter sind, ja, in Altersheimen zum Beispiel. Warum spricht da keiner drüber und warum, was kann man... Ich denke, diese Scham, also die berühmte, die ich versuche anzusprechen, dass es läuft mit das ganze Leben. Und wenn man dann nicht mehr reproduzieren kann, warum darf man, soll man denn noch Lust haben? Und ja, der Sex ist ja eine Sache, aber der andere Faktor, dass wir ein Bedürfnis nach Nähe und Körperkontakt und uns zu verbinden, das bleibt doch einfach, egal wie alt wir werden. Also ich gehöre ja zu einer Generation, die sich als Studentenbewegungsgeneration bezeichnet. Für uns war die sexuelle Befreiung ja eine antifaschistische Tat. Ja. So, ja. Das heißt also, das hatte eine gesellschaftliche Aufgabe zum Hintergrund. Das heißt, die Zwänge abzubauen, so dass auf diese Weise nicht die disziplinierten Personen entstehen, die zum Faschismus neigen. So. Das heißt also, würden Sie sagen, dass sich dieser Blick geändert hat oder dass Ihre Patienten überhaupt kein Wissen über diese Zusammenhänge haben? Das sind ja vermutlich Jüngere. Ja, das ist ja eine spannende, übrigens, das sind ja keine Patienten. Ich kenne keine, Menschen, die krank sind. Ja, ja, also Klienten, die, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja. Also kommen Sie nur mit individuellen Problemen oder bedienen Sie auch diese soziale Seite? Also Sie in den Gesprächen, die gesellschaftliche Seite, ist das überhaupt noch ein Thema? Ja, das ist ein Thema. Das will man immer sagen, dass es kein Thema ist. Und wenn überhaupt, sind neue dazugekommen sogar, gesellschaftliche, weil von außen heutzutage ein ganz anderer Druck herrscht und ein ganz anderes Wissen. Wir müssen alles. Da ist alles da. Aber das heißt auch noch lange nicht, dass wir mit unserem eigenen Kleinen und mit unserer eigenen Intimität und unserer Nacktheit, was wissen wir? Reden über das alles. Und jetzt kommt fast eine Abwehr dagegen, gegen diese Freiheit, die dadurch gekommen ist, durch diese Jahre, dass es alles möglich war, kommt fast ein Bleib mir vom Leib, ich will jetzt mein eigenes, eine neue Romantik fast oder einen Rückzug. Es gibt ja auch eine neue, in diesem Fall Männerbewegung in den Vereinigten Staaten, gegen ein Element von Sexualität, also Masturbation, Schrägstrich, Onanie. Also eine Art Selbstbefreiung der Männer. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja, okay. Und diesmal sind die gegen die Pornos nicht die Frauen, keine feministische Bewegung, sondern eine Bewegung von Männern. Und ich glaube, die Uni Hamburg macht auch eine Studie dazu. Und diese Männer haben gesagt, wir sind süchtig offenbar. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man wirklich süchtig werden? Ja, in jedem Fall. Das Gehirn wird overflutet. Das ist auch in unserem Buch beschrieben, also das Dopaminsystem. Das Gehirn flippt quasi aus und ist nicht gesättigt. Und deswegen muss man immer mehr. Und die sagen halt, die müssen immer mehr, also und haben gesagt, wir wollen aussteigen, wie so quasi weil sie psychische Schwierigkeiten damit haben. Und Depression. Ich meine, an der Uni Hamburg gibt es auch Forschung dazu, du weißt das besser, inwiefern sich das Gehirn und das Belohnungszentrum im Hirn verändert durch ständigen Internet-Pornokonsum, ob es wirklich ein Beweis ist. Also es gibt eine Hypothese, die in diese Richtung geht, dass das sogenannte Belohnungszentrum sich zurückentwickelt. Genau. Nun kann man sich fragen, ist das jetzt was Schlimmes oder was Gutes? Das wäre eine andere Frage. Und es sind Untersuchungen, die im Augenblick nur so gebaut sind, dass ein Zusammenhang untersucht wird, aber kein Kausalzusammenhang. Und das ist etwas, was sehr gefährlich ist, weil das häufig verwechselt wird. Es tritt zur gleichen Zeit auf. Es heißt aber nicht, dass das eine das andere verursacht. Und insofern muss man da natürlich vorsichtig sein, denn die Menschen, die jetzt als Konsumenten von Pornografie unterwegs sind, haben ja zumindest auf diesem langen Weg nicht nur Schauder. Nee. Also ich meine... ja. Also,
Oh Gott, ja, das sind Riesenthemen in meinem Beruf. Dieses Vorsitzen vorm Computer, das ist ja eine Art von Sexualität, die nicht die gleiche ist, als wenn man Sex mit einem echten Partner hat. Und das große Problem bei den Jungen, zum Beispiel, um die nur kurz abzuhandeln, ist, die haben im Schnitt statistisch gesehen 4 bis 6 Jahre so mit sich selber Sex. Ziemlich angespannt, eingeengt auf dem Sessel vorm Computer. Und dann kommt noch eine Frau und dann ist eigentlich zu früh angelegt schon, aber das sind die Jungen. Und bei den Älteren scheint es ja so zu sein, dass wenn diese Wackelzeit kommt, also die männlichen Wechseljahre, wenn es nicht mehr ganz so leicht geht wie früher, vom Bildschirm geht es leichter, weil das sind die Reize vielfältiger und immer da. Und das merke ich jetzt in der Praxis, dass Frauen sagen, ja, er hat ja gar keine Lust mehr, er macht aber, und zwar mit sich, vor dem Kasten. Ja, man kennt sich selbst am besten. Also ein junger Mann sagte, fällt mir gerade ein, was Sie da sagen, ja, wir sind ja die Generation, die mit links wächst. Bitte? Ja, die rechte Hand liegt auf der Maus. So. Ja. Ja, aber was ich interessant finde, wo Sie fragten, was kann man lernen? Eine Sache können Männer lernen, auch junge Männer, nicht die Hand bewegen beim Masturbieren, sondern das Becken. Dann wäre schon viel getan. Für die Frauen später, oder? Auch, aber auch für ihn selber, weil das untere zu bewegen hat eine andere durchblutungsfördernde Wirkung und ist viel mehr los und es kommt hier oben viel mehr an, als wenn man sitzt und die Hand, wir können ja mal gucken, was lustvoller aussieht. Okay. Die Regie spielt an dieser Stelle die gregorianischen Gesänge ein. Vielen Dank. Ich glaube, wir vertiefen das gleich nochmal weiter. Irgendwie habe ich andere Sorgen. Ja. Du bist jetzt eigentlich an der Reihe, das weißt du, ne? Wir hören Musik. Okay. Genau. Ja, jetzt hören wir noch einmal Abi Wallenstein. Er ist noch hinter mir. Mit einem neuen Song. Und der heißt Wild Cow Blues. Was kann das Wilde an Kühen sein? Oder warum heißt der so? Ist das ein Song aus dem Mittleren Westen? Hat das was damit zu tun oder ist das? Ich habe vorhin gesagt, der Blues kommt viel aus dem ländlichen Bereich. Und da denke ich, dass es so eine Art Kosename ist für eine Frau. Und wild heißt eben, dass die Frau ihren eigenen Willen hat. Und es ist ein Kosename. Im Blues gibt es sehr viele Tierhinweise. Zum Beispiel ein Blues heißt I'm a King Bee. Und vorhin ging es ja auch um eine Bee. I'm a Crawling King Snake. Hound Dog, genau. Okay, wir kommen jetzt zu den großen Tieren und wir sind sehr neugierig. Ja. Bitte. When I get up this morning, I was feeling awful bad. Thinking about a good time, mama. Ooh, Lord, me and my baby once had a head. Well, I got up this morning. I looked down the road. I think about a good time, mama. My baby, Lord, see my wild cow. I said, please tell her to hurry home.
Cause I ain't had no milk and butter since my wild cow been gone. Well, I'm going to the border. Ain't your hair my wild cow moo? I'm going to the border. Ain't your hair my wild cow moo? Well, you know she moans so lonesome. I'm gonna bring my wild cow home. It take a rack to shake her up, a roll to shake her down. Lord, the woman I'm loving and talking it all, baby toy. Well, I don't feel welcome. I said, I know where I go. Where you see my wild cow? I said, please tell her to hurry home. Reach at a hymn book, reach for your Bible too. Fall on your knees, pray for the good Lord to help you. Well, you need my help, you need my help one day. Well, if you see my wild cow, I said, please tell her to hurry home. Das war Abi Weinstein und die wilde Kuh. Mein geschätzter Vorredner hat Sie vor dem gesellschaftlichen Übel des Ehebruchs gewarnt. Ich werde seine verdienstvolle Arbeit für die Sache der Moral fortsetzen, indem ich Sie vor jenem Freizeitvergnügen warne, das man Selbstbefleckung nennt und dem Sie, wie ich annehme, allzu sehr zugetan sind. Alle bedeutenden Autoren der Antike und der Moderne, die sich über Gesundheit und Moral geäußert haben, ringen mit diesem erhabenen Thema. Dies beweist dessen Würde und Bedeutung. Homer ruft im zweiten Buch der Ilias mit feinem Enthusiasmus aus: Lasst mich masturbieren oder sterben. Cäsar sagt in seinen Kommentaren: Dem Einsamen bedeutet sie Gesellschaft, dem Verlassenen Freundschaft, dem Alten und Impotenten Wohltat, und die Armen werden durch diesen herrlichen Zeitvertreib reich. Königin Elisabeth sagte: Sie ist das Bollwerk der Jungfräulichkeit. Und der Zulu-König Cetewayo meinte: Ein Schwanz in der Hand ist besser als zwei Tauben im Busch. Der unsterbliche Benjamin Franklin stellte fest: Die Masturbation ist die Mutter aller Erfindungen. Und Masturbation ist die klügste Politik. Michelangelo bemerkte einst zu Papst Julius II.: Selbstverleugnung ist edel.
Selbstentfaltung nützlich. Selbstbeherrschung mannhaft. Doch für eine wahrhaft große, inspirierende Seele sind diese Eigenschaften im Vergleich zur Selbstbefleckung einfach armselig und fade. Überlegungen zur Kunst der Onanie von Mark Twain. Michelangelo, hat er Onanie gemalt? Also erstens mal ist das Zitat garantiert falsch. Mark Twain, alles erfunden. Er hat es nicht gemalt, nein, es gab ein anderes Leitbild für ihn, über das wir heute Abend natürlich im Zusammenhang mit Wollust relativ wenig gesprochen haben, nämlich Knabenliebe, Männerliebe, Homosexualität. Damit muss man Michelangelo erstmal verbinden. Gibt es denn überhaupt in der Kunstgeschichte Darstellungen von Selbstbefleckung? Das ist eine gute Frage. Ich würde vermuten, ja, im Bereich der mythologischen Darstellung sieht man manche, also das geht nicht ganz in die Richtung, aber man sieht, es ist ein ganzes Genre von schlafenden Nymphen, die von geilen Satyren betrachtet werden, ohne dass die allerdings Hand an sich legen. So weit geht es dann doch nicht. Man kann allerdings vermuten, dass einige dieser schlafenden Schönen in der Landschaft, jedenfalls ist es die Vermutung von Rona Goffin, mit sich spielen. Also dass auf der Frauenseite sozusagen durch den männlichen Maler und auch durch den männlichen Rezipienten Onanie projiziert wird ins weibliche Geschlecht hinein. Onan, der Namensvetter sozusagen, war Namensgeber von Onanie, ist ja eine biblische Gestalt aus der Genesis. Hat es da nie die Versuche der Darstellung gegeben? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass Sie wissen. Mhm. Aber andere was? Darstellungen mhm. gibt es. Was hat es denn mit Onan in der Bibel auf sich? Naja, also Onan wird zum Selbstbeflecker in der Situation, wo er für seinen verstorbenen Bruder die genetische Linie fortsetzen soll und mit seiner Schwägerin schlafen soll, das er aber für nicht angemessen hält. Deswegen onaniert er so, dass es dazu nicht kommt. Er wird aber nicht bestraft für den Akt der Onanie, sondern für den Umstand, dass er gerade nicht diese Linie fortgesetzt hat. Das heißt also, eigentlich ist es umgekehrt. Das heißt, er hat seine Pflicht nicht getan, für die Familienfortsetzung sozusagen durch den verstorbenen Bruder zu sorgen. Und seinen Samen verschwendet. Und hat ihn verschwendet. Die Verschwendung ist die Strafe oder das Sündhafte, nicht der Umstand der Lust, der damit verbunden ist. Mhm. Welche Rolle spielt denn Wollust in der Kunstgeschichte? Also ich habe diese Bilder mitgebracht, um da ganz verschiedene Aspekte kurz zu benennen. Und zwar zum einen den engen Zusammenhang zwischen Bilder machen, Bilder betrachten und erotischer Stimulation generell. Hier, das ist eine eigenartige Verzerrung, in Wirklichkeit sieht es nicht aus wie die Venus von Willendorf, sondern es ist eine wunderbare, also ist alles hier etwas gestaucht. Ja, wir haben so einen ganz tollen Superdrucker, ist, der hat das ein bisschen ins rechte Format das gerückt. Das kennen vielleicht manche, das ist eine römische Kopie einer Venus, die Praxiteles zugeschrieben wurde. Und mit dieser Aphrodite hat es eine besondere Bewandtnis, deswegen ist sie hier auch von hinten dargestellt. Einer der berühmtesten Künstler, ein berühmtesten Künstleranekdoten behauptet nämlich, dass die Statue so attraktiv gewesen wäre. Man hat sie auch so arrangiert, dass man sie entweder von vorne oder durch hinten durch ein Türchen betrachten konnte, dass sich eines Nachts ein Jüngling angeschlichen hat und sich an der Statue vergangen hat. Weshalb der Kenner, der sie jetzt betrachtet, so wird es bei Plinius und Plutarch berichtet, immer noch einen Fleck erkennen kann. Übrigens auch ganz interessant für befleckte monochrome Statuen. Also hier ist etwas passiert, das sozusagen den Übersprung markiert von Kunst ins Leben. Die Statue wurde für eine lebendige Frau genommen und man sieht es ihr immer noch an. Die anderen Darstellungen sind zum Beispiel dafür da, zu zeigen, dass beim Wiederaufkommen, man muss ja sagen, Wiederaufleben pornografischer Darstellung, also sehr direkter Darstellung im 16. Jahrhundert, hier ganz rechts außen, Sebald Beham,
meistens raffinierte Anstrengungen unternommen wurden, das direkte Geschehen auch wieder zu brechen. Also man sieht hier ja eine äußerst aktive Frau, Sie sehen es vielleicht, auch der Mann ist nicht untätig. Frau Henning hat da wahrscheinlich auch schon ganz, also Sie können das ganz genau beschreiben, guter was da Gott. Passiert. Als Kunsthistoriker weiß man das ja gar nicht so genau. Und man sieht aber eben auch, wie hier noch mehr passiert, nämlich ein Tod, der sich im Hintergrund dazuschleicht. Der Tod hat, ist derjenige, der die Erektion hat. Der Mann ja offensichtlich nicht. Und der schiebt die Paare zusammen. Dann noch dieser Putter mit Geldsack und so weiter. Auch eine komplizierte Inschrift. Also das Vorführen des eigentlich für damalige Zeit 1540 etwa 30 absolut spektakulären, drastischen, was hier passiert im Zusammenhang mit Geschlechtlichkeit, Vorbereitung zur Kopulation, wie auch immer, gegenseitige Masturbation, wird hier aufgeladen, gebrochen mit unglaublich komplexen Horizonten, die eigentlich der Kunstgeschichte bisher immer noch ein Rätsel sind, im Fall von Behan. Hat der Tod was mit Todsünde zu tun? Bitte? Hat der Tod in dem Bild was mit... Also meine Vermutung ist die, dass hier ein Zusammenhang eher etabliert wird, den man aus der sexualmedizinischen Tradition kennt, nämlich dass die Kopulation selbst immer schon ein Schritt hin zum biologischen Tod ist. Das heißt, dass man einen bestimmten Schatz von Lebenskraft sozusagen mit jedem Akt etwas vermindert. Also in der französischen Sprache gibt es ja den Begriff Le Petit Mort. Das ist hier, glaube ich, nicht gemeint. Nein. Okay. Es geht darum, dass man mit jedem Mal miteinander schlafen ein kleines Stück näher Richtung Grube rückt, weil die Lebenskräfte allmählich vermindert werden. Übrigens, das hätte Mark Twain zitieren können. Darauf weist Michelangelo hin, dass man mit diesen Kräften haushalten soll, vor allem als Künstler, um eine bestimmte Fähigkeit zur Sublimation, nämlich Kunst machen, behalten kann. Hier daneben, neben dem Behan, warum guckt die Frau so böse, hat jemand gefragt. Das ist auch eine gute Frage. Sie haben es gefragt. Das ist nicht die Susanna im Bad. Ist, da liegt. Ja. Oh, nein. Ja. nein, bei Behan. Die hat so einen kleinen Ugnäse. Das würde ich ein bisschen Angst haben als Mann. Ja. Wenn, der wirkt mit auch, dem der Griff. Wirkt auch nicht sonderlich begeistert. Ja. Ja. Im Fall der Susanna ist interessant, wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie können Bilder eigentlich den moralischen Zeigefinger hochhalten. Mhm. Jetzt hat man hier mal ein klassisches Beispiel von moralisch verwerflicher Geilheit. Die beiden Alten schleichen sich an die schöne Susanna an, Sie alle kennen die Geschichte, und bedrohen sie mit irgendwelchen erfundenen Geschichten, wenn sie ihnen nicht zu Willen ist. Wie stellt der Maler das dar? Ja, das sind die beiden Alten, die sind schon sehr nah an sie herangerückt, näher geht es gar nicht. Sie sind natürlich als lüsterne Greise per se jetzt nicht sonderlich geeignet als Identifikationsfiguren, aber die Susanna im Bild wird uns präsentiert, als wären wir auch einer der Alten, nämlich als attraktive und nackte Frau, die schon relativ nah an uns rangerückt ist. Das heißt, das Bild tut eigentlich so, als würde es etwas demaskieren oder als würde es sich von etwas distanzieren, was es aber als Bild trotzdem zeigen muss, und zwar als Attraktion. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Dann habe ich hier noch zwei Beispiele ausgewählt, die zeigen sollen, dass es so etwas wie eine Art von projiziertem oder eingebildetem, imaginierten weiblichen Begehren gibt, über Bilder verläuft. Hier zum Sebastian von Fra Bartolomeo berichtet Vasari, dass die Beichtväter, mal wieder die Theologen, also das ist ja sowieso ein... Also man muss ja sagen, die theologische Produktion ist ein kleiner, relativ unbedeutender Bruchteil, würde ich jetzt einfach mal wagen zu behaupten, ein relativ unbedeutender Bruchteil in der Auseinandersetzung mit Sexualität. In der frühen Neuzeit sind sexualpraktische Ratgeber, die ganze medizinische, naturphilosophische Literatur ungleich einflussreicher und wichtiger. Hier berichtet Vasari, dass die Beichtväter von Santa Maria Nuova, wo das Bild als Altarbild hing, berichtet hätten, dass die Frauen auf falsche Gedanken gekommen sind angesichts dieser schönen Jünglingsstatue. Bitte? Deshalb ist er verhüllt worden? Nein, der war immer so. Die waren einfach schon durch die schöne Gestalt, die sind nicht ganz so stumpf gewesen, die Frauen um 1500. Die haben sich einfach schon durch diesen
Entschuldigung, durch diesen attraktiven Jüngling gereizt, gefühlt, herausgefordert gefühlt. Also das Bild kam weg, ne? Es musste vom Altar verschwinden und befindet sich jetzt im Kopi in Fiesole, also einem etwas weniger wichtigen Ort, immer noch in einem Kloster allerdings. Und hier in der Mitte nochmal ein sehr wichtiger Punkt, also Sie sehen, das sind ganz verschiedene Aspekte, die immer mit Bildern machen und Sexualität zu tun haben, mit Lust, zeigen von Lust. Jeff Koons, über den man ja denken kann, wie man will, ich sage dazu gar nichts, aber er ist außerordentlich fähig, geschickt im Aufgreifen alter Kultur, Kunst, geschichtlicher Kunst, theoretischer Topoi. Und in diesem Fall, in den Anfang der 1990er Jahre, in seiner Fotoserie Made in Heaven, es gab ja dann auch Skulpturen dazu, mit dem italienischen Pornomodell, Pornoschauspielerin Cicciolina, mit der er dann auch verheiratet war danach, hat er also eine ganze Serie von Aktdarstellungen, pornografischen Darstellungen produziert, Fotografien, dann zum Teil mit gemaltem Hintergrund. Warum macht er sowas? Weil damit ein weiterer Aspekt nochmal zur Sprache kommt, nämlich der direkte Zusammenhang von Liebe machen und Kunst machen. Aber wo ist da die Grenze jetzt zwischen Kunst und Pornografie? Darf ich dazu noch einen Satz sagen? Liebe machen und Kunst machen. Die ganze Geschichte des Kunst, der Kunstproduktion wird begleitet von der Vorstellung, dass der Künstler über eine gesteigerte Libido verfügt. Wichtig, wir kennen alle Hauptbeispiele, Picasso und so weiter und so fort. Und im Übersprung gelingt es ihm praktisch, Kunst zu schaffen. Wenn er das nicht tut, wird er melancholisch und im Säftehaushalt kommt etwas durcheinander. Darauf spielt dieser super virile Kunz eben nochmal an. Also im Grunde eine Geschichte, die seit der Antike. Jetzt haben Sie gefragt, was unterscheidet die Kunst von der Pornografie? Das ist eine schwierige Debatte. Ich habe dazu, würde zu folgende Faustregel vorschlagen. Vielleicht sind Sie anderer Meinung. Wir brauchen gar keine Faustregel, aber vielleicht Definition. Ihre Meinung. Ich würde sagen, in dem Moment, in dem, das betrifft aber auch Gewaltdarstellungen, zum Beispiel, in dem Moment, in dem eine Repräsentation vorgibt, die Sache selbst zu sein, ist sie pornografisch. Mhm. Das heißt, in dem Moment, in dem keinerlei der Repräsentationsstatus, die Tatsache, dass es sich um ein Bild handelt, unterbunden wird, beziehungsweise nicht nochmal markiert wird, in dem Moment springt das Bild ins Leben über und wirkt schockierend, wirkt, als wäre es Wirklichkeit. Wie ist es bei dem Bild? Bei dem Bild ist es zum Teil so, ja, aber dann gibt es diesen kitschigen Hintergrund, den Koons auch öfter vorführt. Ich würde, also in dieser ganzen Serie immer wieder variiert, der spielt mit der Grenze und ich würde sagen, er durchbricht sie. Also es ist Pornografie mit kleinen ironischen Resten der Verfremdung. Wir haben eine Zeit lang überlegt, ob wir das zeigen dürfen, ja. Zu dieser Uhrzeit, wo wir nicht wissen, ob hier auch Kinder anwesend sind. Aber Sie würden das noch für tolerierbar halten? Für minderjährige Zuschauer? Das kommt darauf an, wie nah die Kamera drauf fährt. Also man kann schon sagen, dass es nicht mehr tolerierbar ist. Ja. Frau Henning, wollte gerade was dazu sagen? Bitte? Das pornografische Bilder für jene Zeit, kann man das überhaupt feststellen? Also es ist die einzigen pornografischen Darstellungen aus dem 16. Jahrhundert, die ich als solche bezeichnen würde, sind die Modi von Giulio Romano mit Gedichten von Pietro Aretino, 1520er Jahre, die dann der Zensur zum Opfer gefallen sind. Da sind wir wieder tatsächlich bei Ihren Theologen. Das ist eines der ersten breit zirkulierenden Druckerzeugnisse, Stellungen, Imodi, Sexstellungen, zu denen Aretino Gedichte geschrieben hat, die unglaublich drastisch sind. Manche von Ihnen kennen es vielleicht, also wird dauernd, die Geschlechtsteile werden benannt. Die Frau ist unglaublich aktiv jeweils, wahrscheinlich ein Grund, warum die Zensur so stark zugeschlagen hat. Da würde ich sagen, es ist Pornografie. Der Verfremdungsaspekt ist hier nur noch in der Akrobatik festzustellen. Also das sind eigentlich Sportler, die hier agieren. Aber ansonsten ist alles andere darauf angelegt, das brutale Faktum des Kopulierens zu zeigen. Frau
Ja, ich würde gerne doch, das Susanna, ne? Ja. Doch eine masturbatorische Tendenz unterstellen, weil sie sitzt da mit ihrem Schoßhund, bevor die beiden Lüstlinge kommen. Was sagen Sie dazu, zu dem Begriff Schoßhund? Da habe ich viele Geschichten gehört. Es würde mich wirklich interessieren, das ist jetzt eine ernsthafte Frage, wo das Wort herkommt. Was assoziieren Sie denn mit dem Schoßhund? Nein, ich assoziiere nicht. Ich habe eine Erklärung mal bekommen, dass gewisse Damen, die alleine zu Hause gesessen haben, weil die Männer im Krieg waren und so weiter, ihre Schoßhunde gerne im Schoß gelassen haben und die auch Dinge performen lassen da unten, die zum Namen passen. Wäre das denkbar? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich jetzt ernsthaft, wo der Begriff herkommt oder diese Idee. Wir kennen dieses berühmte Beispiel, das ich übrigens auch schon wieder als pornografisch bezeichnen würde, von Fragonard, nicht? Okay. Mit der jungen Dame, die den Hund im Schoß hält. Sie ist nackt, sie spreizt die Beine. Und so. Also im 18. Jahrhundert gibt es solche Formen. Aber Ihr Thema, ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Ausdruck herkommt oder der in der frühen Neuzeit ein Äquivalent hat. Aber worauf Sie ansprechen, ist ein wichtiger Punkt. Und zwar produzieren die Bilder der frühen Neuzeit, 16. Jahrhunderts vor allem, im Grunde eine mehr und mehr sinnlich aktive Frau. Genau. Und die also ihre Vorgänger, die sexualmedizinische Literatur, die wunderbar aufgearbeitet wurde in einem Buch von Rudolf Bell, How to Do It, 1999. Wird klar, wie da zwei Dinge parallel gehen, nämlich auf der einen Seite die Aufwertung der Frau als aktive und sinnlich immer lebendiger werdende, sozusagen immer attraktivere Frau. Weil das ist in den früheren Bildern nicht so richtig erkennbar. Und gleichzeitig, wenn ich das noch sagen darf, die Betonung ihrer Mitwirkung bei der Sexualpraxis, also beim Kopulieren, die Bedeutung auch, einige Autoren ganz explizit, des Orgasmus, im Hinblick natürlich immer auch, wir sprechen hier von Familie als wichtigstes Bindeglied der Gesellschaft, im Hinblick auf die Erzeugung von nicht nur gesunden, sondern auch intelligenten und schönen und angenehmen Menschen. Also die ganze Politik hängt dann auf einmal davon ab, dass die beiden Eheleute Spaß miteinander haben. Und dazu gehört auch die Frau. Ja. Gleichzeitig, das wissen Sie wahrscheinlich auch, setzt sich die Vorstellung durch, dass nicht der männliche Same derjenige ist, der die mütterliche Materie belebt beim Zeugungsakt, sondern dass die beide zusammenwirken müssen. Ja, genau. Also da findet sowohl in der Bildgeschichte als auch in der Sexualgeschichte ein ganz wichtiger Umbruch statt. Wir haben eben gerade kurz noch mal über Zensur von Bildern gesprochen. Du hast mir erzählt, du saßt in einer Kommission, die war dafür zuständig zu zensieren, ob Filme fürs deutsche Fernsehen tragbar sind oder nicht, auch unter pornografischen Gesichtspunkten. Was hast du da gemacht? Ich habe mit meinem Team, als ich noch Schullehrer war, für die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen Filme angeschaut, um zu entscheiden, zu welcher Uhrzeit sie gezeigt werden dürfen. Und dafür gibt es einen ganz klaren Regelkatalog, so dass zum Beispiel das mittlere Bild hier nicht verboten würde, weil es wird der erregierte Penis nicht sichtbar. Insofern darf es gezeigt werden. Mhm. Die geöffnete Vulva ist sowieso nicht zu sehen. Nee. Das sind zwei Kriterien. Und das dritte ist Lustempfindung bei Gewalt, Sexualität. So, das wird sehr schematisch angeschaut. Und da gibt es noch ein paar andere Faktoren, aber das kann man sehr schnell entscheiden. Der Gewaltaspekt hat noch einen anderen Gesichtspunkt, was viele nicht wissen. Also zum Beispiel bei Schlägereien dürfen Sie das Knochenknacken nicht hören. Normalerweise würden ja Knochen brechen und das ist sehr laut, was keiner weiß, sodass man dann diese komischen Geräusche hört, die mit wirklichen Gewalttaten nichts zu tun haben. Das heißt aber, all diese Bilder wären bei dir durchgegangen? Die wären also selbst dieses Bild, bei dem wir die Frau sehen, die ein bisschen nachhilft, würde wahrscheinlich durchgehen, weil der Penis noch nicht irrigiert ist. Außer beim Tod. Beim Tod ist was anderes, das stimmt. Mhm. Ja. Es stimmt, dass es eine Gratwanderung ist? Ja. Also es geht um 45% irgendwo Grad? Nein, es wird, Sie dürfen die ja nicht verbieten, es sei denn, Sie haben also in der Tat eine Erektion gezeigt, aber alles, was darunter liegt, ein Subkatalog, der dann für die Uhrzeiten entscheidend ist, ob sie ab 23 Uhr Ich habe ja eine Fernsehsendung gemacht und das stimmt. Ja. Wir durften erst den Penis irgendwas mit nach 10 Uhr zeigen. Ja. In dieser Reihe der Bilder gibt es natürlich auch zwei Bilder, die nicht kunsthistorisch, sondern sehr aktuell sind. Das linke und das rechte, die sogenannten, wie heißen die, Frau Henning? Homunculi, ne? Homunculus und Femuncula.
Femuncula, die stammen aus Ihrem Buch. Hier gibt es sie auch. Nee, da stammen sie nämlich nicht. Und das ist ja genau, passend heute. Die durften nicht rein, weil die wollüstig sind. Ach, diese beiden durften nicht? Nee. Aber man sieht hier welche. Ich kann mal kurz zeigen, die drin sind. Ja. Weil das ist ja erschreckend, wie furchtbar die aussehen. Aber also wollüstig sind so, sie nicht. So sehen sie aus. So sind sie erlaubt nach der Zensur. Ja. So dürfen sie aussehen. Ja. Das war aber nicht die katholische Kirche. Warum dürfen Sie so aussehen? Und wer sind das? Was ist das eigentlich? Naja, es hat ja mit dem Gehirn zu tun, wie man da im Buch sieht. Also das war ja diese Idee, ich weiß gar nicht so genau wann, aber dass ein kleiner Mensch im Kopf sitzt und alles steuert. Und vor, ich weiß nicht, 200 Jahren oder so, die Idee, da ist jemand, der uns steuert. Und jetzt ist es ja so, wenn man die Zellen nehmen würde, also die Zellen, die am meisten empfangen, also von Händen, Zunge, Mund, beanspruchen auch größere Bereiche. Und wenn man diesen Menschen, also so einen Mensch zeichnen würde, würde er so ungefähr so aussehen, also so außer Proportionen geraten. Und der heißt eben Homunculus. Und den findet man im Netz in verschiedener Ausführung, sie nicht so. Die beiden hat mein Lebensgefährte gemacht. Der ist Illustrator und Amerikaner mit Pass. Und was haben die in ihrem Buch sozusagen, warum sind die wichtig für ihr Buch? Nee, also die waren zu sexuell. Ja, ich wundere mich immer noch. Okay, aber die zeigen im Prinzip... Weil in unserem Buch wird es ganz klar, dass es viel mit Lernen zu tun hat. Und gerade bei der Frau fehlt einfach, da könnte man sagen, meine Co-Autorin sitzt da hinten, Annika von Kaiser, leerer Fleck auf der Landkarte bezüglich der Frau und ihr Innenleben und was hier so los ist. Mhm. Wir haben das jetzt groß gezeichnet, weil so könnte es sein, genau wie bei ihm. Herr Fehrenbach, werden Kunsthistoriker zur Beurteilung des Verhältnisses von Kunst und Pornografie bei Gerichten herangezogen? Nicht, dass ich wüsste. Es ist überhaupt, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, ein blinder Fleck der Bildwissenschaft. Die Pornografie wird eigentümlich ausgelassen, was für ihre Macht spricht. Es gibt einen ungeheuer engen Zusammenhang zwischen Bild und Lust, wie wir wissen. Innere Bilder, äußere Bilder. Die Internetpornografie wurde schon angesprochen, ungeheure Flut. Die BBC schätzt ganz konservativ, dass 14% der Suchanfragen in dem Bereich passieren. Optinet vermutet, dass 37% der Inhalte pornografisch sind, also der Datenmengen. Das ist eine überwältigende Masse und bestätigt einmal mehr, dass es zwischen Bildern und dem Thema einen untrennbaren Zusammenhang. Und ja, vermutlich, weil der so deutlich ist, ist es so ein Problem für die Bildwissenschaft, sich damit zu beschäftigen, nicht so sehr für die Literatur. Und wir hören wieder die gregorianischen Gesänge, die uns sagen sollen, dass wir ganz kurz innehalten dürfen und uns nochmal auf Tommaso Cacciapotti freuen. Und uns entspannen. Ich werde diese Frau bekommen. Ich werde sie dem Ehemann fortnehmen, der sie entweiht. Ich werde mich unterstehen, sie sogar dem Gott zu entreißen, den sie anbetet. Welch ein Genuss, wechselweise der Gegenstand und der Besieger ihrer Gewissensbisse zu sein. Mir liegt der Gedanke fern, die Vorurteile zu zerstören, die sie umlagern. Sie werden mein Glück und meinen Ruhm noch steigern. Mag sie an die Tugend glauben, wenn sie sie mir nur opfert. Mag ihre Schuld sie entsetzen, ohne sie aufhalten zu können. Und überwinden soll sie sie nur in meinen Armen. Dann soll sie mir sagen, und ich will's zufrieden sein, ich bete sie an. Sie allein unter allen Frauen wird würdig sein, dieses Wort auszusprechen. Dann bin ich wahrhaft der Gott, dem sie den Vorzug gegeben hat. Seien wir aufrichtig. In unseren ebenso kaltsinnigen wie leichtfertig abgekarteten Händeln ist das, was wir Glück nennen, schwerlich ein Vergnügen. Soll ich es euch sagen? Ich hielt mein Herz schon für vertrocknet, und da ich in mir nur noch Sinneslust gewahrte, beklagte ich schon mein vorzeitiges Altern. Madame de Tourvel
hat mir die bezaubernde Illusion der Jugend wiedergegeben. Bin ich ihr nah, brauche ich sie gar nicht zu besitzen, um glücklich zu sein. Mich erschreckt einzig die Zeit, die mich dieses Abenteuer kosten wird. Denn ich wage nichts, dem Zufall zu überlassen. Aus Gefährliche Liebschaften von, und der Name fasst eigentlich den Brief auch schon ganz gut zusammen, Pierre Ambroise François Chauderlot de Laclos. Ja, vielleicht hat der ein oder andere jetzt im Kopf schon John Malkovich aus diesem berühmten Film auch mit Glenn Close und ich glaube, es war Michelle Pfeiffer. Da geht es ja im Prinzip um Wollust oder Lust erzeugen als Machtmittel. Inwiefern ist Wollust auch Macht? Inwiefern ist Wollust auch Macht? Sie haben wollustige Frauen gespielt. Ja, also ich glaube schon, dass es Macht, dass das Macht ausübt. Wollüstige Frauen, so viele habe ich nicht gespielt. Ich habe eine Domina gespielt zum Beispiel, die sicherlich sehr viel Macht ausübt. Das glaube ich schon. Das war allerdings nur der Beruf dieser Person, dass die machte ihre Praktiken nicht in diesem Stück. Das muss ich dazu sagen. Wobei das trotzdem alles sehr interessant war, weil ich natürlich ein Kostüm besorgen musste. Und ich mit meinem Regisseur, mit meiner Kostümbildnerin und so weiter in die Boutique Bizarre an der Reeperbahn gegangen bin. Und dort ein bisschen blind wurde. Und wir dann so, ja, hallo, wir brauchen ein Kostüm. Wir brauchen ein Kostüm für eine Domina. Ausgelernt. Oder Novizin. Weiß ich nicht genau, was der Unterschied. Ja, Novizin trägt rot, ausgelernt schwarz. Ah, schwarz, bitte, gerne schwarz, gut. Zeigt sie nicht. Zeigt sie bitte was? Zeigt sie den Schritt? Ach so, nein, zeigt sie bitte nicht, auf gar keinen Fall. Ist ja fürs Theater und so, ist ja, nein, bitte nicht. Also mir wurden da verschiedene Geschichten vorgelegt, war alles hochinteressant und spannend. Und dann zum Schluss ging es um die Schuhe, um die berühmten Nuttenstiefel, Domina-Stiefel, Wahnsinn, ja. Habe ich gesagt, ja, muss ich leider probieren, weil da muss ich ja jetzt 2,5 Stunden über die Bühne rennen damit. Und dann, nee, das geht leider nicht. Habe ich gesagt, oh, das ist aber schade. Nee, weil wir haben eine Garantie, dass unsere Stiefel geleckt werden können. Und dann habe ich gesagt, ah, ach so. Ja, ja, also das ist bei uns eine ganz feste Garantie. Unsere Stiefel dürfen geleckt werden. Das heißt, sie sind nie probiert worden. Ich sag, aha. Also mit großem Überredungskunst durfte ich mich dann auf einem kleinen Taschentuch mit die Stiefel dann anziehen. Und so, ja, ja, geht, okay. Also das ging dann. Und dann wurden mir auch noch Bettstiefel angetragen. Das fand ich auch sehr spannend, falls Sie das nicht wissen. Das sind Stiefel mit weicherem Absatz. Das heißt, die werden nie auf der Straße getragen, sondern nur im Bett? Nein, nur im Bett. Ich habe gesagt, nee, die sind für die Bühne auch sehr ungünstig, weil sonst kann ja nicht laufen. Aber das, also ich habe da sehr viel gelernt. Sehr spannende, interessante Geschichte. Das heißt, für was für ein Stück war das? Oder für das war Ellen Eckburn, Doppeltüren. Und das okay. ist die Puppi, so heißt sie. Mhm. Und die wird geladen und kommt als Domina und macht wirre Sachen, aber alles dann in dieser Uniform. Würde mich natürlich und die Menschen hier im Raum sich ja auch dafür interessieren, eine Schauspielerin spielt eine solche Rolle, wie Sie es gerade geschildert haben. Kann man da völlig außen vor bleiben und sagen, ich spiele das professionell wie jedes andere auch? Oder gibt es sozusagen eine Spur von Beteiligung an dem, was Sie tun? Nein, also wie gesagt, das ist die macht keine Praktiken in diesem Stück. Das heißt, ich war beteiligt, als ich mir das Kostüm aussuchte. Da allerdings war ich sehr beteiligt, weil ich natürlich auch irgendwie, da war ich auch mit Scham hatte ich da schon auch Probleme. Da hat sie gesagt, ja gut, okay, wie sieht dieses, das geht aber hier, aha, und hier, dann kann man das bitte noch ein bisschen hier zumachen und so. Also mir war das dann schon auch etwas peinlich, zu überlegen, so, aha, wie geht denn das, dass ich das jetzt 2,5 Stunden auf der Bühne für mich selbst schaffe.
Aber ansonsten hatte das mit einer Domina oder mit dem Praktiken einer Domina nichts zu tun. In dem Stück? In dem Stück. Ist das eine komische Rolle? Ja. Ja. Okay. Wie bitte? Ja, das ist eine komische Rolle. Das ist ein Eggburn. Aber wo wir bei dem Thema Scham sind, Sie haben ja vorhin erzählt, Sie sind auch selber katholisch erzogen und es geht ja nicht nur katholisch erzogenen Frauen, sondern wahrscheinlich ganz vielen so, dass es nicht so einfach ist, über bestimmte Themen zu reden. Ich meine, Sie haben auch mal ein Stück gespielt, da ging es um eine Scheidung, eine tolle Scheidung und auch um eine sehr vermeintlich peinliche Situation, die diese Frau aber offenbar als sehr unangenehm empfunden hat. Was ist da passiert? Ja, das ist die tolle Scheidung von Geraldine Aron. Das ist ein sehr, wie ich finde, witziges Stück. Die Dame ist Katholikin, ist gerade verlassen worden von ihrem Mann und versucht jetzt ein neues Leben anzufangen. Ist aber sehr schamhaft und ihr ist das alles sehr peinlich und es passiert ihr, sie versucht neue Männer kennenzulernen, überhaupt mal Männer kennenzulernen und mit denen auch intim zu werden und das funktioniert nicht, das haben wir auch schon mal ganz kurz heute Abend hier gehabt. Es verkrampft sich alles, es geht nicht mehr nach vorne und nicht mehr zurück und es ist alles ganz fürchterlich und ihr ganz schrecklich peinlich und dann geht sie zur Gynäkologin und die rät ihr einen Sexshop zu besuchen und das ist ihr extrem peinlich, dieser Dame. Soll ich die Szene vorlesen? Sie hatten gefragt, ob ich sie dabei habe. Also das diese Dame betritt also die Gynäkologin rät ihr: Ach, siehste, a Vagina war noch nie zu eng oder a Penis zu groß. Das war lediglich ein kleiner Spasmus. Na gut, sie riet mir, einen Vibrator zuzulegen und ein bisschen zu trainieren, bevor ich einen weiteren Anlauf wage. Stellen Sie sich bitte mich im Sexshop vor. Ich schaute mich um, tat selbstbewusst, setzte mir eine Brille auf, um das Angebot zu überprüfen, reagierte entsetzt bis empört, dann zunehmend erstaunt und verwundert. Die Vibratoren waren in einer langen Vitrine ausgestellt. Vom V1 Handtaschenformat bis zum V30 Reggae Deluxe Baguette. Einige von ihnen hatten sogar Haare und Hoden. Mhm. Ich entschied mich für einen V3 mit Einheitsgeschwindigkeit und reihte mich in die lange Schlange an der Kasse ein. Der Kassierer hatte einen riesigen Mund wie der Grand Canyon. Pink, Elfenbein oder schwarz? Pink, bitte. Wie bitte? Pink, bitte. Pink. Mhm. Die Ware lagerte ganz oben unter der Decke, wo ein Kollege namens Keith die Bestellungen heraussuchte. Einen V3 in Pink, Keith. Will sie mit Saft? Mit Saft? Pardon, ich... Ob Sie einen Batterievorrat wollen für Ihren Vibrator? Ach, mit. Nein, ohne. Also ich meine, mit, ohne, bitte. Er ist für ein Mädchen aus meinem Büro. Zum Geburtstag. Als Brüller. Ach so. Ohne Batterien, aber in Gala-Geschenkverpackung, Kies. Und glauben Sie, das Mädchen aus Ihrem Büro möchte auch das heiße Wochenendzubehör? Ist ein Sonderangebot. Meinen Sie, das würde das Mädchen aus Ihrem Büro interessieren? Er überreichte mir eine riesige Tüte mit der Aufschrift I Love Sex Shops mit pulsierenden roten Herzen drauf. Auf dem Weg in meine Wohnung begegnete ich so ziemlich jedem, den ich jemals in meinem Leben getroffen hatte.
ganz, ganz großartig, Frau Topf. Das war ein Stück, was Sie im Ernst-Deutsch-Theater auf die Bühne gebracht haben. Das war vor vielen, vielen Jahren im Ernst-Deutsch-Theater, richtig. Aber ich fand das insofern ganz interessant. Ich bin damit dann auch auf Tournee gegangen. Und speziell auch bei dieser Szene oder bei dieser Art von Szenen war in Hamburg großes Hallo, haben sich alle gefreut, ja, ja, haha. Und auf Tournee war dann manchmal eisiges Schweigen. Ja. Also, wo ich das in den kleineren hatte, Städten oder kleineren wie? Städten, da lacht man nicht drüber. Oder ich muss erst mal gucken, ob meine Nachbarin auch lacht oder so. Also da war schon noch viel mehr Scham als in Hamburg. Dafür gibt es in Hamburg mehr Klienten für Frau Henning. Aber ist das denn, warum ist uns das denn peinlich, Frau Henning? Ja, wenn ich das wüsste, deswegen bin ich ja so froh, dass Sie alle hier sind. Ja. Aber es ist so. In jedem Fall. Und ist denn, also ist denn jetzt, also um noch, Frau Henning lässt mich jetzt heute nicht los, aber ist denn jetzt der Vibrator dann die Lösung für das Problem? Nicht. Also gar nicht. Das ist ganz grausam. Da gibt es neue, tolle, sogenannte Auflegevibratoren für Teenage-Mädchen, die und so, dass ich das am liebsten so wegschmeißen würde, wenn ich es in der Hand habe. Die sind sehr, sehr grob vibrierend. Und das sollen dann junge Mädchen sich zulegen. Und soll das dann die Zunge oder die Finger oder der Penis des Mannes das Gleiche bringen, das geht nicht. Also da wird eine Künstlichkeit sich zugelegt, zu kommen, ganz schnell und heftig über so ein Vibrieren. Das ist nicht so gut. Aber brauchen wir nicht die Peinlichkeit? Ja, also, ein bisschen schon. Ja. Wenn wir sie nicht hätten, hätten sie auch keine Patienten mehr. Doch, immer noch. Doch, die wollen doch immer noch wissen, wie es geht. Nein, ich weiß ja nicht, wie es geht, aber es gibt immer noch viel Unwissen einfach und das hat mit Peinlichkeit nichts zu tun. Da würden noch mehr Fragen, glaube ich. Also es geht ja um die Frage der Notwendigkeit von Tabus in einer Gesellschaft. Ja. Die können auch woanders liegen, das ist klar. Der Tod ist ein Tabu. Wir stellen Tote nicht mehr aus, obwohl wir das vor 200 Jahren getan haben. Ja. Und hier bleibt ein Rest und vielleicht ist es ja auch gut. Eine natürliche Scham, finde ich, sollte in jedem Fall bleiben. Und das meinte ich ja auch vorhin, diese neue Abwehr ist ja, weil die Scham irgendwie völlig verschwindet, scheinbar, wie wir darüber reden und was wir alles sehen da draußen, jeden Tag auf Litfaßsäulen und so weiter. Und da muss eine Reaktion kommen. Dann muss man sich noch ein bisschen mehr schämen oder sich zurückziehen. Vielleicht nicht schämen, aber zurückziehen. Ohne Tabus gäbe es ja wahrscheinlich auch gar keine Kunst und die Kirche hätte auch weitaus weniger wahrscheinlich zu tun. Aber noch mal ganz kurz zu der Darstellung. Also Sie haben das unglaublich gerade uns noch mal vor Augen geführt, wie wenig eigentlich, wie viel Scham auslösen kann. Und wenn Sie jetzt Wollust auf der Bühne verkörpern sollen, das war jetzt keine wollüstige Szene, aber Szenen, in denen Sie Wollust im Prinzip beim Publikum hervorrufen sollen. Wie schwierig ist das? Oder ist das, wo Sie so sagen, das ist schauspielerisches Handwerk, das mache ich einfach so aus dem FF? Also ich glaube nicht, dass da Wollust hervorrufen werden sollte. Nein, ich sage ja nicht in dieser Szene, sondern bei also eher genau das Gegenteil. Es wird uns vorgeführt, wie sehr genau. Wir uns schämen bei solchen Geschichten. Aber es war wollüstig vorgeführt. Ja, danke schön. Bitte. Ich würde sagen, das ist schon sehr viel Handwerk. Es geht immer darum, was spiele ich, in welcher Situation ist die Person. Wir denken und dann empfinden wir und dann handeln wir. Also das ist ein Dreisatz, der ganz normal ist, mit dem wir Schauspieler ganz viel arbeiten. Und da wir alle mit Spiegelneuronen ausgestattet sind, Sie nicht, also bis auf meinen Nachbar zur linken Seite, aber die meisten von uns, wird verstanden, dass das jetzt Wollust sein soll. Es gibt aber sicherlich Menschen, die dann sagen, finde ich jetzt total scheiße, finde ich völlig uninteressant. Das ist dann bei so speziellen Themen wie Wollust, glaube ich, eben das Problem oder das Besondere. Das heißt aber, wenn wir jetzt nochmal auf das sozusagen, wo Sie ja auch selber erzählt haben, Sie sind eigentlich mit diesen Tabus erzogen worden und auch mit dem Gefühl von Scham. Muss man das
auf der Bühne dann trotzdem überwinden? Oder sagen Sie, das ist jetzt mein professionelles Handwerk, da muss ich gar nichts überwinden? Naja, ich muss es wahrscheinlich sicherlich einen Teil überwinden. Andererseits kann ich mich natürlich auch dahinter verstecken. Mhm. Das ist ja dann nicht ich, das ist ja dann die Figur. Und ich kann da mit Sicherheit sagen, also da kann ich bestimmt noch mehr Sachen machen, die mir so, wenn wir hier sitzen oder in der U-Bahn oder irgendwo im Restaurant oder irgendwas, viel peinlicher wären als auf der Bühne natürlich. Mhm. Das ist ja ein geschützter Raum, die Bühne. Und ich bin ja dann auch nicht als Privatperson da, sondern als die Figur, die gerade Wollust empfindet oder gibt oder wie auch immer. Und haben Sie als Privatperson das Gefühl, von dieser Möglichkeit, diese Grenze zu überschreiten, die Sie ja professionell können, davon zu profitieren, im echten Leben selbstbewusster sozusagen als Frau mit diesen Themen umzugehen? Mit diesem Thema glaube ich nicht. Also ich meine, das ist immer so eine Frage, weil wenn ich, man kann natürlich, also das werden Sie vielleicht auch manchmal in Ihrer Praxis haben oder hatten es auch schon angedeutet, wenn man dann Orgasmus vorspielt oder so, dann würde man sich ja selber also schaden. Insofern hätte ich da nichts davon, wenn ich als Schauspielerin sage, oh, ich zeige dir jetzt eine unglaublich wahnsinnig leidenschaftliche Frau, die ich aber eigentlich gar nicht gerade bin. Also das wäre dann, das würde mir gar nichts bringen. Die Frage ist sozusagen umgekehrt. Also ob man im Privaten dann mit dem gleichen schamhaften Gefühlen zu kämpfen hat oder wenn man das Gefühl hat, ich habe es ja auf der Bühne schon mal überwunden, ich kann eigentlich selbstbewusster auch durch mein Leben gehen. Wieder andere Sachen, dann hat man das natürlich wieder. Ja klar, weil dann hat man ja diesen Schutz nicht mehr. Mhm. Oder umgekehrt, die gehabte private Erfahrung ist hilfreich, um etwas Bestimmtes zu spielen? Ja, sicherlich. Wobei, ich muss ja kein Mörder sein, das alte Ding um Hamsen. Also das muss ich natürlich nicht. Aber es geht da viel darum, warum, was löst denn Wollust aus grundsätzlich? Und da müsste man dann anfangen. Also wenn ich sage, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich Wollust empfunden, ist man natürlich schon, ja, hat man es schwer, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich sage, ich habe noch nie sexuell Wollust empfunden, aber wenn ich in ein Tortenstück beiße, habe ich Wollust, dann kann ich mir das rüberziehen als Schauspielerin und sagen, gut, dann kann ich eben das machen. Mhm. Ja. Geht auch. Jetzt beschweren sich ja viele Frauen und sagen, gerade mit Blick auf dieses Thema gibt es so viele Klischees und wir kriegen immer nur Rollen, die total klischeehaft angelegt sind, angeboten. Haben Sie das Gefühl, da können Sie zustimmen oder sagen Sie, das stimmt überhaupt nicht? Nein, ich habe nicht so viele wollüstige Frauen gespielt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt immer eine Art von Klischee, wo man mehr, die Rollen, die man mehr angeboten bekommt. Ja, also auf das Frauenbild sozusagen. Also wir haben ja jetzt auch hier, wenn wir uns die Bilder anschauen, hat sich viel verändert in den letzten Jahrhunderten. In diesen Bildern sind ja die Frauen mehr Objekt als Handelnde. Mhm. Wie ist das in Theater und Film? Ich glaube, es gibt gerade eine kleine Wende. Es ist auch, dass ältere Frauen auch endlich wieder ein bisschen mehr spielen dürfen, ist sehr angenehm. Also es ist ein Teil des Ganzen, glaube ich, öffnet sich gerade. Mhm. Weg von diesen typischen, oh, ich bin lieb, ich bin niedlich und ich bin so arm und klein und sowas. Aber trotzdem, es gibt immer noch das. Es finden ja auch viele Frauen sexy, so zu sein. Kleine Mädchen zu spielen oder so auf kleinen Mädchen zu machen. Und das, glaube ich, das finden manche Frauen auch gut. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, jeder darf ja seine Sexualität leben, wie er will. Und wenn man das erotisch findet, ist das auch in Ordnung. Und wir haben jetzt ja viel gelernt, dass es viel auch mit der Erziehung zu tun hat. Sie sind selbst Mutter, haben eine erwachsene Tochter. Ja. Haben Sie da gesagt, ich mache was anders als meine Eltern? Oder einer von Ihnen darunter? Also aber meine Tochter hat immer, oh Mama, oh. Wenn ich dann dachte, so, ich werde jetzt so ein schönes Mutter-Tochter-Gespräch führen, dann war ihr das meistens fürchterlich peinlich. Und sie hat immer gesagt, oh Mama, bitte, hör auf, das ist jetzt, ich weiß alles, danke. Und ja, und ich dachte, ja, ich möchte aber mit dir doch mal, ist doch nichts Schlimmes. Dir war das immer schrecklich peinlich. Also ich bin da ein bisschen gescheitert, muss ich sagen. Ich auch. Sie haben so, ja, Sie haben das beruhigt haben, weil, mich. Ja eben, deswegen sage ich ja gerade, das ja, beruhigt hat er, mich wollte ja auch nicht. Sie haben und Sie ich haben kein Gespräch geführt. Sie haben einen Sohn. Wie 22, alt ist 22. Er wollte das auch nicht. Aber plötzlich kamen ganz viele andere Jungs in seinem Alter mit nach Hause und die wollten das wissen. Und er saß dann und hat zugehört.
Ich weiß alles. Ja. Nein, aber das sprechen wollte er nicht. Und das ist ganz kennzeichnend, dieses Sprechen drüber, gerade in der Pubertät mit Mama oder Vater. Geht nicht. Geht nicht. Und das braucht man gar nicht versuchen. Ja, klar. Ja. Also, ja. Professor Fernbach, wollen Sie noch? Sie guckten gerade so, als würden Sie wieder was zurückhalten, was eigentlich unbedingt... Sie schauen gequält, sagt sie. Ja. Wahrscheinlich habe ich mich an ähnliche Situationen erinnert, Frau Henning. Wenn Sie katholisch erziehen müssten, was würden Sie mitgeben? Das ist schon so ein bisschen Ihre Obsession. Ja. Wenn ich das erziehen müsste, dann würde ich sagen, ob katholisch oder nicht, ich habe ja übrigens eine Tochter und ich habe erzogen, ne? Jedenfalls habe ich es versucht. Nicht so hypothetisch, ne? Ich habe aber versucht, technische Gespräche vermieden. Also ich würde nicht so tun, als wäre das Problem, schnell vom Tisch zu wischen durch technisches Wissen oder durch Lockerheit. Wollust oder Lust, gerade in der Transgression, die immer mit dem Ganzen kommt, ist ein Problem, ist eine Spannung. Davon profitieren wir, dadurch wird unser Leben reich. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, gäbe es eigentlich nichts Langweiligeres und letztlich dann auch Unangenehmeres, als wenn sich das alles in Wohlgefallen, Glattheit und ein entspanntes und aufgeklärtes und wissendes. Und so. Also es muss den Bereich des Dunklen und der erotischen Spannung auch geben, der Scham und so weiter und so fort. Das bereichert die Sache unendlich. Und da ist die Imaginationsgeschichte natürlich ein gutes Beispiel davon. Was mir in der ganzen Diskussion bisher ein bisschen gefehlt hat, ist die Tatsache, dass die Sünde, die man hier anspricht, auch nochmal an Sie die Frage, immer verbunden mit einer Skalierung. Das geht bis in die Antike zurück. Es gibt praktisch Übertreibungsformen des richtigen Lebens. Und mit dem Begriff Wollust ist ein Problem markiert, nämlich in gewisser Weise eine Verselbstständigung von Lust, eine Verdopplung des Begriffs, geradezu ein Pleonasmus, so ähnlich wie ein weißer Schimmel, Wohllust, also die Lust an der Lust. Und da markiert die Wortgeschichte, würde ich sagen, eine Tendenz oder eine Möglichkeit, die darin besteht, dass man sozusagen über der Sache vergisst, dass es immer auch noch um einen anderen geht. Ja? In der ganzen Veranstaltung. Den anderen haben wir jetzt eigentlich völlig vergessen. Genau. Ja. Wirklich manchmal noch da. Also und wenn man den Begriff schaut, ist irgendwie Christus meine Wollust und so das Paradies meine Wollust. Das ist ja lange Zeit vorhanden. Also das, Sie haben die katholische, ich bin da nicht Vertreter, ich bin ein Kunsthistoriker, aber das religiöse Ideologie, die versucht, bestimmte Liebesbegriffe zu entwickeln, also zum Beispiel die reine Selbstlosigkeit und so weiter und so fort, dass die sich bis zum Ende abarbeiten muss, mit Zähnen und Klauen und dann auch mit unglaublichen Verfehlungen und Verhärtungen, einer Form der Liebe, die immer in ihr Gegenteil umzukippen droht, nämlich Egoismus, ich will mich nur noch selbst empfinden, das ist ja wohl klar, nicht? Also ich lese diese theologischen und diese bis an die Zähne bewaffneten Gegnerschriften, auch der Asketen und der Mönche, eigentlich immer mit so einem Bewusstsein, dass die da ein Problem erkannt haben, aber es vielleicht doch in einer falschen Weise, nämlich durch Unterdrückung oder wie auch immer versucht haben zu entwickeln. Mhm. Aber das Problem gibt es, ne? Und ist vielleicht nicht unbedingt schnell durch Literatur zu beseitigen. Auch nicht durch Frage zum Schluss, dass, das oder der Zölibat, ist das ein Resultat aus der Erklärung der Wollust zur Todsünde? Nein, das ist viel älter. Also das... also so richtig handfest kommt das im 3., 4. Jahrhundert bereits schon. Also das ist viel älter. Aber ich finde sehr schön, wie wir vom Anfang über eine sehr, sehr lange Kurve jetzt wieder am Ende, wieder am Anfang sozusagen gelandet sind. Und ich finde, wir können jetzt mal ganz kurz loslassen, weil Abi Wallenstein hat für uns noch etwas vorbereitet, was, finde ich, das Ganze jetzt total bündig zusammenfasst. Shake your boogie. Yeah, yeah, yeah. Ich würde beim letzten Stück jetzt gerne das Publikum
in die Wollust des Blues mit einbeziehen, indem das Publikum den Refrain mitsingt. Der Refrain heißt Shake Your Boogie. Vielen Dank, Abi Weinstein. Und wir lernen, wir in Hamburg müssen noch sehr viel lernen über das Shaken und den Boogie, weil also niemand wollte aufstehen. Das kann doch nicht sein. Wir sind echt. Dabei hätten Sie hier Jive tanzen können an dieser Stelle, wenn es nicht zu heiß wäre. Aber es wäre noch heißer geworden und dagegen haben wir was. Du hast vor allen Dingen mal gesagt, dass dieser Boogie in deiner Jugendzeit einen ganz besonderen Spitznamen hatte. Den werde ich nicht mitteilen. Okay. Schade, der wäre sehr schön gewesen an dieser Stelle. Gut, dann beenden wir das Ganze ganz sittsam. Dafür hattest du ja auch was vorbereitet. Ich weiß nicht, was verbirgt sich hier hinter? Wir haben hier kleine Kühlpads für Sie. Für alle, denen es jetzt schon viel zu heiß geworden ist. Die sind inzwischen etwas warm geworden. Man kann sich damit kühlen, aber auch erhitzen. Sie können es in den Ofen legen, aber nicht werfen. Sie entscheiden, wofür Sie es brauchen. Bitte holen Sie sich keine Prellungen, auch beim Fangen nicht. Das jetzt vor allen Dingen Köpfe einziehen und Hände. Und wir machen das. Achtung, es geht los. Fangen, fangen, fangen in den ersten Reihen hier. Wir lieben es, wissen Sie, das ist der einzige Wahnsinn, den wir uns noch erlauben, einfach Dinge ins Publikum zu werfen. Bitte das machen Sie jetzt mit, wenn Sie schon nicht aufgestanden sind. Jetzt zumindest fangen. Die einzige. Vielen Dank. Wir bedanken uns sehr, dass Sie heute wieder dabei waren und wir freuen uns sehr über Ideen und Vorschläge für einen Dreiklang fürs nächste Jahr statt Wein, Wahrheit, Wollust. Bitte was, kann auch ein anderer Buchstabe sein, aber auf keinen Fall, dass wir uns wieder zwischen Sublimierung der Natur und der Kultur entscheiden müssen. Es gibt bereits einen Vorschlag, wo wir aber unsicher sind, ob er seriös ist. Er heißt Himmel, Arsch und Zwirn. Also, wir sind für alle Alternativen offen. Und wenn Sie diese Sublimierung der Natur in Reinform und in allen möglichen Facetten nochmal sehen wollen, auf Tide TV, herzlichen Dank an dieser Stelle mal für die Kollegen von Tide, die wirklich Großartiges hier verbracht haben. Am 8.
am 8. November um 20.15 Uhr gibt es diese Folge von Wahnsinn trifft Methode nochmal auf Tide zu sehen. Und wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich sehr für die fortgeführte Unterstützung, die finanzielle Unterstützung durch die Ditze-Stiftung und nicht nur Unterstützung, sondern volle Finanzierung. An dieser Stelle also einen herzlichen Dank an die Ditze-Stiftung. Und wir bedanken uns wie immer sehr bei Tommaso Cacciapotti, der es diesmal nicht so ganz einfach und leicht mit uns hatte und mit unserer Textauswahl. Wir bedanken uns natürlich bei Sonja Valentin, Dramaturgin, die diese Texte für uns ausgewählt hat. Und Tommaso musste das wie immer alles ausbaden, hat er, finde ich, wieder großartig getan. Applaus